mein Leben im Zug besteht zwar viel aus Zugfahren, ich schlafe nachts in den Zügen, tagsüber sitze ich auch viel im Zug, aber ich gehe auch super gerne raus in die Berge, ich liebe es, in den Alpen wandern zu gehen. Das war sicher auch ein Grund, der mich motiviert hat, in Zug zu ziehen. Dann zerbrach aber diese Beziehung sehr überraschend und ich habe durch die Trennung meine Wohnung verloren. Das heißt, ich bin auf diese Tour gestartet als wohnungsloser Mensch. Wenn Sie wirklich ganz, ganz unten sind, schwerst heroinabhängig, mehrere Liter Bier am Tag, dann selber losgehen zu Behörden und Formulare ausfüllen, einen Antrag für Bürgergeld. Das hätte genauso gut auf Latein da stehen können. Ich habe auf eine bestimmte Karriere, die ich sonst vielleicht gemacht hätte, verzichtet und bin nun nicht Ressortleiter, sondern bin halt Pflegevater von zwei besonderen Kindern und habe mein Berufsleben immer so zwischendurch organisiert. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank. Dankeschön. Es gibt Menschen, die haben genug von den Erwartungen anderer und wollen aus gesellschaftlichen Zwängen ausbrechen. Manche von ihnen beginnen ein komplett neues Leben. Wann ist es vielleicht auch für uns an der Zeit, uns einfach mal neu zu erfinden, der Mut, anders zu leben? Das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Sie, Rebecca Salentin, fürchten sich vor Wildschweinen, Gewitter, tiefen Seen und davor, Mutterseelen allein im Wald zu campen. Doch gerade deshalb stellen Sie sich Ihren Ängsten. Als Ihr 40. Geburtstag zu einem klaren Einschnitt in Ihrem Leben wurde, suchten Sie das große Abenteuer. Wie Sie sich auf Ihren Extremreisen mit Ihren eigenen Schwächen versöhnen, davon berichtet Rebecca Salentin. Herzlich willkommen. Ihren festen Wohnsitz haben Sie, Lasse Stollei, gegen eine Bahncard 100 eingetauscht und Sie leben seitdem im Zug. Auf welche Schwierigkeiten und Herausforderungen Sie stoßen, wie es ist, Unterhosen auf der Bordtoilette zu waschen und ob Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können, das erzählt uns Lasse Stollei. Herzlich willkommen. Sie, Lucia Hiemer, bezeichnen sich selbst als eine Mischung aus Tarzan und Pippi Langstrumpf. Sie pfeifen auf Konventionen und leben so, wie es ihnen gefällt. Als Selbstversorgerin im Einklang mit der Natur, selbst die Bäume für ihr Haus haben sie eigenhändig gefällt. Ob diese Freiheit, die sie gefunden haben, auch Schattenseiten hat, das verrät uns Lucia Hiemer. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Als Immobilienmakler haben Sie, Jerome, jahrelang rund um die Uhr gearbeitet. Sie verdienten dabei zwar sehr viel Geld, dennoch waren Sie unglücklich. Erst die Begegnung mit Andy, einem drogenabhängigen Obdachlosen, brachte eine nachhaltige Veränderung in Ihr Leben. Welche mutigen Entscheidungen Sie getroffen haben, welche Rolle Andy dabei spielt und wie Sie heute leben, das erfahren wir von Jerome. Schön, dass Sie da sind. Wovor viele Menschen zurückschrecken würden, das ist für Sie, Ursula und Gerhard Schindler, eine Herzensangelegenheit. Pflegekinder mit schweren Behinderungen aufnehmen und ihnen ein liebevolles Zuhause schenken. Wie Sie für diese Kinder eine besondere Welt schaffen und warum die Reaktionen anderer Leute von Bewunderung bis Unverständnis reichen, davon erzählen uns Ursula und Gerhard Schindler. Schönen guten Abend. Irgendwann einfach sterben, das ist für Sie keine Option, Klaus Sames. Nach Ihrem Tod wollen Sie sich einfrieren lassen, um 200 Jahre später wieder aufgetaut zu werden und weiterzuleben. Wie realistisch es ist, dass diese Vision wahr wird und was Sie dafür bereits unternommen haben, das hören wir von Klaus Sames. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen heute Jens Förster. Als Sozialpsychologe sagen Sie, Sicherheit ist zwar ein großes Grundbedürfnis von uns allen, aber Menschen sind auch in Anführungsstrichen neugierige Tiere, die nicht selten Lust haben, sich von Erwartungshaltungen zu lösen und etwas ganz Neues auszuprobieren. Herzlich willkommen, Herr Förster, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Sie
Sie sagen, wir alle sind neugierige Tiere. Wie meinen Sie das? Naja, das war so wirklich nochmal eine neue Erkenntnis aus der Psychologie. Weil so fast ein Jahrhundert hat man lang gedacht, dass es irgendwo so ist, dass wir das Vertraute bevorzugen. Also das, was wir kennen, das gibt uns Sicherheit. Ja. Und dann gab es die ersten Befunde, die zeigen, dass selbst Affen manchmal einfach Lust haben zu spielen und was Neues zu probieren. Und dann wurde das auf Menschen übertragen und dann wurde gesagt, naja, also eigentlich sind wir ja, lässt sich das unser Erfolg ja gar nicht erklären, ohne diesen Mut. Auch mal etwas Neues zu probieren, mal ein neues Gebiet zu erschließen, mal eine neue Lebensart zu probieren, was Neues zu essen. Und im Prinzip ist das unser Evolutionsvorteil. Ah, fühlen Sie sich angesprochen? Sehen Sie sich in diesem Sinne auch als neugieriges Tier? Nee, eher nicht. Ich würde mich als super vorsichtigen und super ängstlichen Mensch einschätzen. Also ich habe gerade eher gedacht, so, oh, Neugier. Ja, Neugier habe ich schon, aber dann den Schritt zu wagen, das auch zu machen, das ist für mich eine große Hürde immer. Sie waren ja auch lange eingebunden und haben Verantwortung auch für andere übernommen. Sie sind aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, waren die älteste von, ich glaube, 4 Geschwistern. Haben auch dort Verantwortung übernommen, waren auch dort schon im Haushalt dann aktiv, sind jung Mutter geworden, haben ihre beiden Kinder auch alleine erziehend großgezogen, waren dann Schriftstellerin, haben Kaffee gehabt in einem, was für ein Wagen noch mal genau? Einen kleinen alten Zirkuswagen. Ein Zirkuswagen, also es hört sich nach einem sehr vollen Leben an, aber als sie 40 waren und die Kinder erwachsen, haben sie gesagt, ich mache jetzt eine Extremwanderung. Gerade wenn Sie sagen, Sie sind eigentlich so mehr der Sicherheitstyp, war das nicht extrem mutig oder sind Sie so ein Outdoor-Typ? Nee, überhaupt nicht. Ich war überhaupt kein Outdoor-Typ. Ich hätte nie gedacht, dass aus mir mal eine Outdoor-Person wird. Ich war als Kind immer verschrien als Leseratte und Stubenhockerin. Genau, ich bin sehr früh Mama geworden. Ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich selber noch zur Schule gegangen bin. Und habe dann trotzdem Abitur gemacht. Als mein Sohn 1,5 war, hatte ich das Abi in der Tasche. Dann kam das zweite Kind. Und dann wusste ich immer, wenn ich 40 bin, habe ich 2 erwachsene Söhne. Das ist richtig cool erstmal. Also diese Zahl 40, dieses Leben. Das ist so eine Zäsur, ja. Für viele. Viele haben davor Angst. Ich habe mich immer darauf gefreut, weil ich wusste, dann hast du das Kapitel Kindererziehung abgehakt, dann kannst du noch mal einen Schritt ins Leben machen. Und dann stand ich vor der Frage Empty Nest Syndrom, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, das Schlauste ist selber ausfliegen. Und habe mir überlegt, ich zelebriere den Übergang von meinem Leben als Mutter und Gastronomin hin zur neuen Freiheit, wo ich versuchen wollte, nur vom Schreiben zu leben. Die Kinder wurden also flügge, ich habe das Café verkauft und dann habe ich mir überlegt, ich gehe symbolisch von einer Lebensphase in die andere in Form einer Fernwanderung. Ist das eigentlich auch so was Typisches, dass man irgendwann so in einem mittleren Alter sich vielleicht auch fragt, das war mein Leben, was hat es noch zu bieten? Das sind die typischen Entwicklungskrisen. Ne? Also die Kinder gehen aus dem Haus und man hat vielleicht sehr viel gearbeitet, was ja auch gut war. Also das, finde ich, gehört nicht abgewertet, sondern man hat sich einfach gekümmert um die Familie, vielleicht auch ökonomisch dazu beigetragen, dass sie irgendwie stabil sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer mal wieder diese Entwicklungskrisen, wie wir sie in der Psychologie nennen, wo es dann noch mal die Frage gibt, wozu bin ich denn eigentlich hier? Ja, war es das schon? War das alles? Oder kann ich mich noch mal irgendwie neuen Erlebnissen, neuen Erfahrungen stellen? Und das scheint bei Ihnen ja tatsächlich so eine Schablone zu sein, die da irgendwie funktioniert hat. Waren Sie denn in einer Beziehung in dieser Zeit? Ich war davor in einer Beziehung. Also das kam noch dazu. Erstmal lief alles wie geplant. Kaffee habe ich verkauft, Kinder wurden flügge. Dann zerbrach aber diese Beziehung sehr überraschend und ich habe durch die Trennung meine Wohnung verloren. Das heißt, ich bin auf diese Tour gestartet als wohnungsloser Mensch und hatte alles für die nächsten 5 Monate für mein Leben habe ich auf dem Rücken getragen. Und dann wurde aus dieser tollen Idee, ich zelebriere einen Übergang ins neue Leben, eher die Notwendigkeit, mir den Boden unter den Füßen zurückzuerlaufen. Aber das heißt, nach all diesem für andere Dasein über viele Jahre, waren Sie jetzt mal einmal ohne jede Verpflichtung, oder? Weder einem Partner noch Ihren Kindern gegenüber? Das war sowieso das Ziel dieser Reise, dass ich einmal im Leben nur für mich und meine Grundbedürfnisse verantwortlich bin. Also, dass ich mir nur Fragen stelle, wie weit läufst du heute, wo schläfst du, was isst du, brauchst du eher warme Klamotten oder den Sonnenhut? Mehr Fragen wollte ich mir nicht stellen. Sie sind dann 4,5 Monate rund 2700 Kilometer von Eisenach nach Budapest gelaufen. Erst die 13. Person, von der wir wissen, dass sie das gemacht hat. Erstmal Respekt, glaube ich, dafür. Vom Ende her gedacht.
Vom Ende her gedacht, wissen wir jetzt, Sie sind angekommen. Aber was waren so Ihre größten Ängste, auch wenn Sie sagen, Sie sind eigentlich gar keine Outdoor-Person, bevor Sie losgegangen sind? Also erstmal muss man dazu sagen, ich kann Wandern überhaupt nicht leiden. Ja, das ist eine super Idee. Ja, aber ich dachte, ich mache es jetzt trotzdem. Und für mich war die größte Hürde, man musste auf diesem Weg wild zelten. Also ich musste allein mit meinem Zelt im Wald schlafen. Und das hat mir schon Wochen vorher schlaflose Nächte bereitet, okay, weil ich davor so viel Angst hatte. Dann habe ich Höhenangst und es war aber ein Bergwanderweg. Also es gab da schon so ein paar Hürden zu meistern. Und was haben Sie denn gesagt, wenn Leute jetzt gehört haben, eigentlich gehe ich gar nicht gerne wandern, dann will ich draußen nicht übernachten, lass es doch. Warum wollten Sie trotzdem unbedingt? Weil ich eben genau diese Erfahrung mal haben wollte, mich um nichts anderes als um diese Grundbedürfnisse zu kümmern. Und ich habe das Wandern durch diese Erfahrung nicht mehr schätzen gelernt. Ich mag es noch weniger als vorher. Aber ich habe mich total verliebt in, man glaubt es kaum, in das Schlafen im Zelt, allein in der Natur und in das Reisen ganz nah an der Natur. Also aus der Stubenhockerin wurde tatsächlich ein Outdoor-Mensch. Ja. Erzählen Sie mal, also ging es zum Beispiel auch um Tiere, vor denen Sie Angst hatten, wenn Sie dann an den Wald gedacht haben? Ja, tatsächlich habe ich vor Tieren Angst. Mein Umfeld hat immer mehr Angst, dass ich falschen Personen begegne. Da bin ich, denke ich mir, nee, die laufen nachts im Wald nicht rum. Aber irgendwie so, ich bin da gewandert, wo es noch Bären gibt und Wölfe. Oh. Und am meisten Angst hatte ich vor Wildschweinen. Und ich kann es auch gleich spoilern. Also alle haben mich dafür ausgelacht, wenn ich gesagt habe, ich liege dann nachts im Zelt und da kommt eine Rotte Wildschweine und dann fressen die sich in mein Zelt, weil die meinen Proviant riechen. Und dann haben immer alle gelacht, ja, Pustekuchen, was passiert? Genau das passiert. Erzählen und in so einem Zelt fühlt man sich dann ausgeliefert, wie in einem Käfig. Ja, das war nachts, es war stockduster, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur plötzlich gehört, da ist was, es ist laut, es ist gefährlich. Und es hat auch wahnsinnig lang gedauert, ehe ich verstanden habe, das ist eine ganze Rotte Wildschweine mit Frischling. Also das ist auch echt gefährlich. Aber ich bin eine Person, ich habe zum Glück immer Glück. Und ich konnte die Situation regeln. Mir ist nichts passiert. Wie denn? Eigentlich ganz einfach. Ich habe gedacht, ich muss die jetzt blenden. Das ist das Einzige, was ich tun kann, aus meinem Zelt raus, die mit der Stirnlampe blenden. Und in dem Moment, wo ich mich bewegt habe und die Isomatte geknarzt hat, waren die schon weg. Und ich habe mich dann die ganze restliche Nacht an meine Taschenlampe geklammert und hatte Angst. Aber am nächsten Tag war ich so glücklich, weil es war ja genau das passiert, wovor ich am meisten Angst hatte. Und ich hatte es überlebt. Und es war so, als ob ich so einen Adventure-Ritterschlag bekommen habe. Ich meine, alleine auf so eine Tour zu gehen, was sagen Sie dazu? Würden Sie sich das trauen? Sie rum? Doch schon. Ja. Kommt halt darauf an, wohin und welche Ausrüstung man dabei hat. Ja. Wären Sie auch dabei? Auf jeden Fall. Oh, jetzt sind Sie alle mutig. Ja. Aber also ich finde Respekt davor, oder? So ein Wagnis einzugehen, ist doch, da gehört doch schon was dazu. Gerade wenn ich so viel Ängste damit verbinde. Ja. Naja, ich meine, es ist ja praktisch wie eine eigene Therapie gelaufen, ne, was die da gemacht haben. Also einige Kollegen und Kolleginnen, ich mache das nicht so, aber die schicken ja die Leute gerade in solche gefährlichen oder subjektiv angstbesetzten Situationen, damit die sich daran gewöhnen, damit sie hinterher merken, das ist gar nicht so schlimm. Ich würde es anders machen, aber in der Therapie, in meiner Praxis, sind wir da irgendwie ein bisschen sanfter. Aber es ist eine Möglichkeit ja auch, da mit diesen Ängsten klarzukommen. Oder wie ging es Ihnen? Also meine Ängste sind nicht verschwunden dadurch. Ich bin immer noch ein ängstlicher Mensch. Aber ich habe gelernt, dass ich alles, was ich machen möchte, auch mit den Ängsten machen kann. Ich betrachte die eher wie so nette kleine Begleiter, die da sind. Und ich kann mit denen gut umgehen, aber die sind nicht weggegangen. Ich habe immer noch Angst, oft auch. Aber ich lasse mich nicht abhalten, meine Träume wahrzumachen davon. Ängste sollen uns ja auch warnen vor Gefahr. Haben Sie auch manchmal auf Sie gehört? Also das eine ist, gegen Sie vielleicht anzukämpfen und trotzdem standzuhalten. Aber haben Sie sich in manche Situationen auch nicht hineinbegeben, weil Ihre Ängste gesagt haben, sei vorsichtig? Ja, durchaus. Also wenn mir ein Wald zu gruselig vorkam, dann habe ich das Zelt da nicht aufgeschlagen. Mhm. Und ich bin ja seitdem regelmäßig alleine lange unterwegs, aber nicht mehr wandernd. Ich habe das Fortbewegungsmittel gewechselt. Ich fahre jetzt Fahrrad. Das gefällt mir besser. Und auch da kommt es immer wieder vor, dass ich in einer Angstsituation bin. Und ich versuche das dann schon auszutarieren. Ist das jetzt eine Angst, die realistisch ist oder nicht? Und, aber ich habe nicht den Anspruch an mich, keine Angst zu haben. Liegen manchmal auch Mut und Unvernunft nah beieinander? Bei mir? Ja, so insgesamt, wenn man über Wagnisse spricht.
Also es ist ja wie so eine Pattsituation, ne? Wenn man so einen Traum hat, so lange Touren zu machen, das geht nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Da setzt man sich der Natur mit all ihren Urgewalten aus und dann muss man damit irgendwie auch klarkommen. Aber dabei sollte man schon gut auf sich aufpassen. 2022 sind Sie erneut zu einer Extremtour aufgebrochen mit dem Rad, dem sogenannten Iron Curtain Trail, also entlang am ehemaligen Eisernen Vorhang. Durch 20 Länder, vom Schwarzen Meer bis zum Barentssee. Es gibt offiziell bisher nur 2 Menschen, die diese Tour von Anfang bis Ende gemacht haben. Also auch da noch mal ist Ihnen schon was Besonderes gelungen. Diese Reiselust, diese Lust, auch sich auf was Neues einzulassen, können Sie die nachvollziehen? Ja, absolut. Ja? Absolut. Zieht es Sie auch manchmal weg und dann? Also ich war diesen Sommer oder Frühling schon 2-mal weg. Mhm. Und ich reise auf eine ähnliche Art und Weise. Meine Füße, ein Rucksack und der Daumen ist meine Reiseweise. Und ich liebe es, mich in die Hände, in die Arme einer Kultur fallen zu lassen. Und zu sehen, was auf mich zukommt. Zu sehen, was passiert. Was hat es denn? Sie waren ja auch in einer besonderen Situation. Sie haben gesagt, Sie waren 40. Es war eine andere Situation. Das eine ist jetzt, diese Tour zu machen, sich den Ängsten zu stellen. Hat das auch sonst was in Ihnen ausgelöst? Hat Ihnen das was über Ihre Persönlichkeit, über Ihr weiteres Leben auch mitgegeben? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so reist, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, dann ist man ja die meiste Zeit des Tages mit sich alleine und man geht einer sehr monotonen Beschäftigung nach. Und das heißt, man hat sehr viel Zeit, die Gedanken kreisen zu lassen. Und meistens ist das so, dass man in den ersten 3 Wochen sein ganzes Leben noch mal überdenkt. Aber dann ist man an so einem Punkt, dann stellt sich so eine innere Ruhe ein, so ein Flow. Dann ist man ganz in diesem Erlebnis, die Natur, die Kultur, alles so um sich herum wahrzunehmen. Mir persönlich haben beide Reisen sehr viel gebracht. Ich habe ja sehr viele Grenzen überschritten, innere Grenzen, aber auch Ländergrenzen. Und ich habe sehr viel über meine eigenen Grenzen gelernt. Ich kann die jetzt sehr viel besser abstecken und auch erspüren. Und gerade diese Radreise am Eisernen Vorhang, da bewegt man sich ja permanent in so einer Art Transitbereich zwischen den Ländern, zwischen den politischen Systemen. Und für mich hat sich das angefühlt wie eine Reise in meiner eigenen Persönlichkeit, weil ich mich selber auch immer so ein bisschen dazwischen gefühlt habe. Und es war total heilsam zu merken, auch das Dazwischen kann ein Zuhause sein. Aber ich habe auf dieser Reise auch gelernt, es sind 10.000 Kilometer, die ich da mit dem Fahrrad gefahren bin. Und ich wusste nicht, dass es vor mir erst eine einzige Person gemacht hat. Dann wäre ich nämlich gar nicht losgefahren. Ich dachte, das haben schon total viele Leute gemacht, weil es ist ein offizieller Radweg. Und der existiert aber nicht wirklich. Der existiert auf Papier, aber in der Realität gibt es diesen Weg nicht. Das wusste ich nicht. Und dann habe ich immer gedacht, andere haben das auch schon geschafft. Wahrscheinlich bist du zu schwach, wenn es mal schwierige Passagen gab. Und am Ende dieser Reise, wo ich dann gemerkt habe, hey, du hast jetzt auf 10.000 Kilometern unter widrigsten Umständen einen abgestrampelt, da habe ich dann aber auch entschieden, ab jetzt machst du es dir aber auch mal leichter im Leben. Jetzt lässt du mal öfter 5 Grad sein. Das ist doch auch eine schöne Erkenntnis. Vielen Dank, dass Sie uns mit auf diese Reise genommen haben. Vielen Dank, Frau Valentin. Wenn wir schon bei Reisen sind, wer von Ihnen reist denn in Deutschland gerne mit der Deutschen Bahn? Ja, oh ja, wunderbar. Auch gute Erfahrungen gemacht? In der letzten Zeit weniger. Weil unpünktlich oder sonstiges? Unpünktlich, überfüllt, ausgefallen, steht man nachts auf dem Bahnhof und weiß nicht, wie man weiterkommt. Und das ist ja im Moment schon ein bisschen schwieriger, ökologisch zu leben. Können Sie sich vorstellen, in einer Bahn zu leben und auch dort immer zu schlafen? Also das würde mir keine Angst machen, das kann ich schon mal gleich sagen, aber meine Traumvorstellung wäre es nicht. Sie, Herr Stollei, leben im Zug und zwar nicht in irgendeinem stillgelegten Waggon oder so, sondern im fahrenden Zug. Sie sind immer unterwegs. Wie lange machen Sie das schon? Genau, ich mache das nun schon seit knapp 2 Jahren, bin immer unterwegs und habe da seit August 2022 schon über 700.000 Kilometer in Deutschland mit der Bahn zurückgelegt. Also jede Menge. Sie sind mit 16, als Sie mit der Realschule fertig waren, darauf gekommen, haben eine Reportage gesehen, dachten so, ja, das könnte was für mich sein. Was haben Ihre Eltern gesagt, als sie Ihnen von dieser Idee erzählt haben, als nächsten Schritt? Die haben mich erstmal für komplett verrückt erklärt. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil es ist wirklich kein normaler Weg. Und ich war gerade mal erst 16 geworden. Und dann zu sagen, ja, okay, wir lassen ihn jetzt einfach mal durchs Lande ziehen mit der Bahn,
Das war auf jeden Fall schwierig für meine Eltern. Haben wahrscheinlich auch gedacht, oh, diverse Bahnhöfe und da hängt er da mit 16. Sie nicken auch schon. Geht auch in Ihrem Kopf rum, ja. Oder? Ja. Absolut, das waren auch solche Sorgen von meinen Eltern. Mhm. Aber grundsätzlich haben sie mich dann irgendwann machen lassen, weil sie gesagt haben, du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Ich hatte mir das alles ganz toll vorgestellt im Kopf und bin dann gestartet, habe mir diese Bahncard 100 gekauft, damals noch in der 2. Klasse. Ich hatte vorher so ein bisschen Bahnfahrerfahrung mit dem 9-Euro-Ticket damals gemacht und bin dann aber losgefahren und im ersten Nacht-ICE, ich kann mich noch daran erinnern, von Hamburg nach München. Und bin morgens in München angekommen, hatte die Nacht kaum geschlafen. Ich hatte Bauchschmerzen, mir ging es gar nicht gut. Also ging gar nicht. Hab mich in ICE Sprinter gesetzt und bin zurück zu meinen Eltern gefahren. also genau, das hat sich dann wirklich über 2-3 Monate immer wiederholt. Also ich bin im letzten Jahr auch mal mit so einem Nachtzug gefahren. Also in so einem normalen Abteil, wo man sich 3 und 3 gegenüber sitzt. Ja. Und ich habe kaum geschlafen. Also mit welchen Positionen haben Sie denn versucht, in den Schlaf zu kommen? Ja, also am Anfang habe ich auch probiert, auf diesen 3 Sitzen zu liegen. Das geht tatsächlich auch immer noch ganz gut. Wenn die frei sind. Wenn die frei sind. Da gibt es auch so ein paar Tricks, wie man die bekommt. Die freien Sitze? Genau, also ich schaue dann immer vorher, bevor der Zug abfährt, im DB Navigator, welche Sitzplätze überhaupt noch frei sind. Ah, okay. Und dann kann ich mich direkt richtig positionieren und weiß direkt, wo welches Abteil frei ist. So strategisch bin ich nicht vorgegangen. Ja, okay. Genau. Also das mit den 3 Sitzen war dann doch nicht auf Dauer das Richtige? Also auf Dauer ist es eigentlich schon das Richtige, aber nur in diesem einen Zugmodell. Ah. Weil es hat nur noch auf einer Strecke zwischen Frankfurt und Hamburg und die Gegenrichtung wird dieser Zug eingesetzt mit Abteilen. Ansonsten sind das alles nur noch Züge mit Großraumwagen, in denen man wirklich super schlecht schlafen kann. Da habe ich probiert, anfangs auf den Sitzen zu schlafen. Das hat eher so mäßig funktioniert. Mhm. Schlussendlich kam dann aber der Tipp von einem Freund, den ich auch kennengelernt habe, erst übers Bahnfahren. Kauf dir doch eine Luftmatratze und leg dich in die Gepäckregale. In die Gepäckregale? Genau. Also unten oder? Ja. Unten tatsächlich. Ach, hier, hier ist das, das ist so ein. Genau, da liege ich gerade. Wird da auch mal Gepäck auf ihn abgestellt? Oder? Ich hatte es einmal, da bin ich morgens aufgewacht und da lag eine Mikrowelle auf meinen Beinen. Da hatte jemand eine Mikrowelle, ja. Seltsamerweise. Aber im Zug sieht sonst ganz gemütlich aus, oder? Genau, das ist 2 Meter lang, das passt selbst bei meiner Körpergröße noch. Ja. Das ist recht bequem. Also man muss sich zu helfen wissen. Ne? Absolut. Und wie ist es, wenn da Durchsagen kommen? Ich meine, es ist ja nicht still im Zug. Genau, also man hat halt bei jedem Halt die Durchsagen und diese Nacht-ICEs halten wirklich an jeder kleinsten Station. Es gibt Stationen in Deutschland, die werden nur von den Nacht-ICEs bedient. Tatsächlich tagsüber hält er kein ICE, aber nachts hält er ein ICE, warum auch immer. und da hat man wirklich viele Durchsagen. Mit der Zeit lernt man aber damit klarzukommen und ich kann das mittlerweile einfach ausblenden. Das Lustige ist aber, dass ich wach werde, wenn eine wichtige Durchsage kommt. Also mein Gehirn scheint das irgendwie zu filtern, unterbewusst. Ja. Dann, wenn es heißt, der Zug fällt abdauernd aus, was ja natürlich wichtig für mich ist, weil ich dann aufstehen muss, was auch öfter mal schon vorgekommen ist, dann wache ich halt wirklich auf. Aber ansonsten wache ich nicht auf. Jetzt, Sie sagen ja, Sie machen das schon 2 Jahre. Ja. Erstens kann ich mir vorstellen, dass es auch Nächte gibt, wo Sie nicht schlafen können, wenn irgendwelche Fußballfans reinkommen. Aber was ist das, was Sie reizt? Also was sind die Momente, in denen Sie sagen, wow, und jetzt weiß ich, warum ich das mache? Ja, es sind die Momente, einfach wenn ich mit einem ICE, in einem leeren ICE am besten, durchs Lande fahre, aus dem Fenster schaue. Das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, aus dem Fenster zu schauen und die Landschaft so nach und nach vorbeiziehen zu sehen. Das ist einfach, weiß nicht, das gibt mir intern, im Inneren gibt es mir super viel irgendwie gute Gefühle und das genieße ich einfach extrem. Erstmal danke, dass Sie uns da mitleben lassen. Ist es denn so, dass Sie, so wie Sie ja auch die Züge beobachten, dass Sie eher so der Sonne entgegenfahren? Also ich fahre immer nach dem guten Wetter. Das heißt, ich habe mir extra eine App programmiert. Ich bin Softwareentwickler. Und mit dieser App kann ich einfach super gut das Wetter vergleichen, wo, sage ich mal, in Deutschland das beste Wetter ist. Und dann schaue ich, wo ist das Wetter am besten, wo sind die Züge schön leer. Und auch, ich kann auch in der App sehen, wo sind beispielsweise Ferien, also wo sollte ich eher nicht hinfahren, wo sind die Reisebewegungen so, aber auch, wo sind die Fußballspiele. Ach, ja, okay. Da interessiert es mich gar nicht, wie sind die Spielergebnisse, sondern wirklich nur, wer spielt wann wo.
Dann wissen Sie, wie viele Fans die mitbringen. Genau. Ah. Das hat mir jetzt natürlich auch bei der EM besonders geholfen. Ja, also das heißt, ich bin immer da gewesen, wo jetzt gerade kein Fußballspiel ist. Verstehe. Haben Sie aber vielleicht schöne Erlebnisse mit schottischen Fußballfans verpasst. aber wenn Sie jetzt so rumfahren durch Deutschland, es geht ja um Deutschland, fahren Sie dann auch, gehen Sie raus? Also sagen Sie, jetzt habe ich Lust auf Meer, gehen da spazieren, wandern in den Bergen? Oder wie nutzen Sie das denn? Genau, also mein Leben im Zug besteht zwar viel aus Zugfahren. Ich schlafe nachts in den Zügen, tagsüber sitze ich auch viel im Zug. Aber ich gehe auch super gerne raus in die Berge. Ich liebe es, in den Alpen wandern zu gehen. Das war immer auch ein Grund, der mich motiviert hat, in Zug zu ziehen. Mhm. Einfach, dass ich jeden Morgen entscheiden kann, will ich jetzt in die Alpen oder will ich an die Ostsee baden gehen. Mhm. Diese Freiheit, einfach das entscheiden zu können, das ist dieser Luxus von diesem Leben im Zug. Und was meine Lieblingsbeschäftigungen sind auf jeden Fall das Wandern in den Alpen. Wendelstein, mein Lieblingsberg, da gehe ich öfter mal hin. Ich erinnere mich an eine Tour, da war ich zu Silvester, bin ich dort aufgestiegen, habe dann abends vom Wendelstein auf 1800 Meter mir das Feuerwerk angeschaut, bin dann morgens mit dem ersten Zug wieder zurück nach München gefahren und weiter nach Berlin. Das waren tolle Erlebnisse, die mir halt die Bahn, sage ich mal, in dem Moment dann ermöglichen. Also viele sinnliche Erfahrungen, die Sie da machen. Sie haben aber keinen Marketingauftrag von der Bahn. Dass Sie jetzt hier, ne? Also da gibt es keine Verbindung. Aber was ich mich auch noch frage, wenn Sie dann wieder zum Beispiel mal laufen waren, dann müssen Sie doch auch duschen. Oder wird das überbewertet? Genau, also das Leben im Zug, das hat auch echt einige Probleme, sag ich mal. Einige Schattenseiten. Unter anderem das Duschen, das ist recht kompliziert. Das heißt, ich fahre da meistens in die öffentlichen Schwimmbäder. Mhm. Das ist halt immer, sag ich mal, ein Weg vom Bahnhof. Die sind meistens nicht am Bahnhof. Das heißt, man muss da erst hin. Dann sitzt man verschwitzt in der U-Bahn oder sowas. Das gehört halt auch dazu. Aber irgendwie findet man immer, sag ich mal, seine Wege, damit umzugehen. Was haben Sie wie viel Gepäck haben Sie dabei? Ich habe einen kleinen 30-Liter-Rucksack dabei. Da ist alles drin, was ich so zum Leben brauche. Ein paar Klamotten. Mein Laptop, mit dem arbeite ich unterwegs. Mhm. Viel mehr brauche ich zum Leben aber auch nicht. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich fahre der Sonne entgegen, ich hänge mein Herz nicht so an viele Gegenstände um mich rum, ich bin mobil, ist das so ein Lebensstil der Zukunft? Also es ist auf jeden Fall etwas, was so in die Kategorie sinngebend fällt. Ne? Also wo viele Leute ja irgendwie eher so ein konventionelles Leben leben, was sie dann hinterher sehr erschöpft. Das landet dann bei uns spätestens mit 50 in der Praxis. Also ich verallgemeine mal so ein bisschen, aber es ist halt wirklich teilweise ein sehr hartes, erschöpfendes Leben, wo man sich hinterher fragt, wozu war das alles gut? Und Sie scheinen das ja schon irgendwie tatsächlich in jungen Jahren irgendwie gefunden zu haben. Und das finde ich irgendwie ganz erstaunlich. Auch diesen Supermarkt der Möglichkeiten, die wir ja im Moment haben. Also das steht uns ja allen zur Verfügung. Ja? Und wenn Sie das so schildern, dann denkt man, ja, warum habe ich das nicht mal vielleicht für 2 Wochen oder so gemacht, vielleicht jetzt nicht für ein ganzes Jahr. Aber das finde ich faszinierend, dass Sie das einfach so in die Hand nehmen und alles, was da ist, jetzt so nehmen. Denn es könnte ja auch eine Zeit kommen, ne, wir haben jetzt im Moment politische Entwicklung, da wird uns wahrscheinlich, wenn die immer rechter werden, dann doch viel mehr verboten, verboten, verboten und dann irgendwann haben wir diese Freiheit nicht mehr. Und dass Sie die jetzt nutzen und davon erzählen können, das finde ich ganz großartig. Ich frage mich gleichzeitig, jeder von uns braucht ja auch mal eine Privatsphäre. Also dafür ist ja auch so ein Zuhause da, ne? Dass man sich mal zurückziehen kann, mal alleine sein kann. Das stelle ich mir jetzt im Zug echt schwer vor. Ja, absolut. Also Privatsphäre ist da eigentlich nicht wirklich. Man muss halt, also die einzige Privatsphäre, die ich habe, wenn ich mir mal ein Sechserabteil gemeinsam, also alleine nehmen kann und dann in dem leeren Zug, geht das halt aber auch wirklich nur die Strecke. Berlin-Göttingen bietet sich dafür an, habe ich gelernt. Genau, ja. Und da kann ich dann, sage ich mal, so ein bisschen jedenfalls, habe ich nicht direkt andere Leute im Blickfeld und sowas. Aber damit lernt man mit der Zeit, sag ich mal, umzugehen. Am Anfang war es wirklich schwierig und ich musste auch öfter, wie gesagt, zu meinen Eltern so in den ersten 2-3 Monaten. Aber mittlerweile vermisse ich das gar nicht mehr. Also ich habe mich darauf eigentlich ganz gut eingestellt. Und Sie haben auch eine Beziehung? Genau, ich habe eine Freundin. Wo kennengelernt? In der DB-Lounge tatsächlich. Wo sonst? Okay. Aber fährt die auch oft hin und her? Ja, genau. Die hat auch eine Bankart 100 und fährt auch viel durch Deutschland. Wir treffen uns dann öfter mal gemeinsam im Zug oder in der DB-Lounge auf einen Kaffee. Und da essen und trinken Sie dann wahrscheinlich meistens? Genau, in der DB-Lounge an 7 Standorten in Deutschland kann ich kostenlos essen. Mhm. Das ist ganz nett. Das Essen, also die Speisekarte ist recht klein. Es gibt eigentlich immer das Gleiche. Das ist ein bisschen schade. Aber auch daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Also wie man sieht, man muss sich an einige Dinge gewöhnen. Aber das gehört auch einfach dazu. Ich genieße einfach die Vorzüge von diesem Leben im Zug. Und die Sorgen Ihrer Eltern, dass die vielleicht gedacht haben, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht verliert der sich da.
Ne, in diesem Leben, vielleicht startet der nicht so seinen Weg in die Zukunft. Sind die noch da oder sind die schon ganz weg? Die sind mittlerweile tatsächlich überhaupt gar nicht mehr da. Meine Eltern unterstützen mich mittlerweile voll damit. Vor kurzem bin ich jetzt 18 geworden. Wann? Wie lange her? Am 10. Juli war es. Also Gratulation. Ja. Genau, und sie hatten halt schon Sorge, gerade wegen dem jungen Alter. Und mittlerweile sagen sie, aber es hat dich extrem weitergebracht, weil ich habe so viele neue Erfahrungen gemacht. Es waren auch echt negative Erfahrungen dabei. Teilweise mit Leuten hatte ich Begegnungen, mit denen will man nicht unbedingt irgendwie zusammenkommen, zusammen im Zug sitzen. Da hatte ich auch teilweise schon Situationen, da musste ich wirklich den Wagen verlassen oder den Zug verlassen oder ähnliche Situationen. Oder nachts, wenn man am Frankfurter Hauptbahnhof strandet, ist das auch nicht unbedingt die Traumvorstellung der Eltern. Aber mittlerweile wissen sie, dass ich mit diesen Situationen klarkomme, dass ich mir da irgendwie selbst zu helfen weiß und stempeln es einfach als Erfahrung ab. Und wie lange geht das jetzt noch so weiter? Ich weiß es noch nicht genau. Also ich bin da recht offen. Ich verlängere jetzt meine Bahncard 100 in einem Monat noch mal um ein Jahr. Mittlerweile fahre ich auch in der ersten Klasse. Es hat sich einfach bewährt, weil es da deutlich leerer ist und auch deutlich ruhiger. Man da besser arbeiten kann, mehr Ruhe hat. Also noch mindestens ein Jahr geht es weiter. Also 3 Jahre werden es dann mindestens. Mal schauen, ob danach noch ein Jahr rangehängt wird oder ob danach vielleicht die Weltreise startet. Dann sind wir sehr gespannt, wohin es Sie noch führt. Und vielen Dank, dass Sie uns haben teilhaben lassen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Stoller. Sie, Frau Hiemer, leben ja ein ganz anderes Leben. Ja? Sie leben in und mit der Natur, sind zu 90% Selbstversorgerin. Wenn Sie mal annähernd, okay, Sie weiß nicht, das wo die Zahl ausführen. Herkommt. Aber. Ja. Wie würden Sie denn sagen, wie ist es für Sie, wenn Sie zum Beispiel in einer Großstadt an so einem Hauptbahnhof kommen, der ganze Verkehr, wie wirkt das auf Sie? Das ist für mich mal kurz, macht mich das neugierig, ist interessant, aber spätestens nach 1-2 Tagen die große Stadt ergreife ich die Flucht. Sie haben ein echtes Zuhause. Wir haben ja auch über das Zuhause gesprochen. Und wir haben auch einige Bilder. Vielleicht könnten Sie als Gastgeberin uns mal ein bisschen in Ihr Leben einführen, was wir da sehen. Ja, ich lebe auf einem Grundstück, das hat 3.500 Quadratmeter, in Alleinlage im Allgäu. Ich versorge mich seit vielen Jahren mit Obst und Gemüse komplett selber. Und die ganze Hausgemeinschaft, die immer zwischen 4 und 6 Personen zählt. Ich bin Bildhauerin von Beruf. Ich habe mein Atelier im Haus. Was man gerade sieht, ist mein Baumhaus. Wow. In dem schlafe ich sehr viel. Wow. Also erstmal richtig schön. Sie haben das Haus dort auch mit Ihrem damaligen Mann selbst gebaut, die Bäume gefällt aus Familienbesitz, auch die Möbel geschreinert. Was gibt Ihnen das auch, so nah verbunden zu sein mit dem, wo Sie leben? Es gibt mir Identität, Heimat. Mittlerweile mit dem Älterwerden sogar ein bisschen stolz. Früher habe ich mit dem Wort nichts anfangen können, aber heute denke ich mir, wow, irgendwie hast du doch viel geschafft. Das klingt ja auch sehr, sehr kräftezehrend, oder? Also jeder, der mal gebaut hat und dann das alles selbst, also das war bestimmt auch anspruchsvoll, oder? Das habe ich damals nicht so empfunden. Ich war sehr jung und habe viel Power, glaube ich. Und es ist mir auch in die Wiege gelegt, so ein Leben des Anpackens. Und Sie sind in einem Aussiedlerhof groß geworden, waren auch die Älteste von wie viel? Fünf Kindern. Fünf Geschwistern, also auch da Verantwortung. Gehörte für Sie das immer zusammen? Also wenn man so will, Arbeit, Leben, haben Sie das auch als Einheit wahrgenommen? Es gibt ja heute diesen Begriff der Work-Life-Balance. Und ich habe irgendwie lang nicht begriffen, was das eigentlich soll oder was das bedeutet. Weil bei mir bisher im Leben das alles eins war. Also das Leben und die Arbeit eine Einheit ist, untrennbar. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Mhm.
Wenn wir uns noch mal dieses Leben vorstellen, ich fand auch das Baumhaus sah richtig toll vor. Ist das so, wie beschreiben Sie, wenn Sie da aufwachen, ist es da so, wie ich mir das vorstelle? Man hört den Wind, man hört alles, ja? Also ich höre den Bach, ich habe einen Bach auf dem Grundstück. Mhm. Ich höre den Wind, ich höre die Vögel. Das Eichhörnchen hüpft in der Früh aufs Dach. Wenn ich die Fenster aufhab, kommen die Vögel auch in der Früh rein. Mhm. Es ist halt ein Stück weg sein von dem, was für viele Menschen Leben ausmacht. Mhm. Und für mich bedeutet es artgerecht leben. Also für mein Empfinden. Wenn Sie sagen, was für viele Menschen Leben ausmacht, dann muss man ja schon sagen, wir sind alle auch digital. Also haben andauernd Smartphone dabei und viele zumindest leben so. Welche Rolle spielt das in Ihrem Leben? Leider kann ich mich dieser Welt nicht entziehen, gerade mit meiner Selbstständigkeit. Aber auch dieses, sich permanent mit industriell gefertigten künstlichen Materialien zu umgeben, das macht mich ganz unruhig. Also ich brauche das Gras, die Pflanzen unter meinen Füßen, den Boden unter meinen Füßen, barfuß. Der Garten ist Ihnen ja auch ganz besonders wichtig. Beschreiben Sie mal, was blüht da zum Beispiel gerade? Leider ist es gerade ein bisschen eine traurige Geschichte, weil bei mir am Freitag ein heftiges Unwetter durch den Garten gefegt ist. Okay. Mit 55 mm Niederschlag in 20 Minuten und einem Hagelsturm, der fast alles platt gemacht hat. Drum ist das gerade eine ganz schöne Herausforderung. Was geht da auch für Sie dann im wahrsten Sinne des Wortes kaputt, wenn sowas passiert? Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass Sie auch in den Supermarkt gehen könnt. Es ist ein Luxusthema bei uns vordergründig, wenn die Ernte ausfällt im eigenen Garten. Für mich ist es aber, ich habe so hohe Ansprüche an meine Nahrung, an meine Ernährung und ich liebe dieses Eingebundensein und jeden Tag mit der Schüssel in den Garten gehen zu können und überlege, auf was habe ich heute Lust, was kommt heute auf den Tisch. Was ich mich frage jetzt, wenn zum Beispiel sowas passiert, Sie machen es ja dann auch mit eigenen Händen. Angenommen, es ist dieses Unwetter da, dann gehen Sie ja da wieder raus. Das Holz muss ja auch bearbeitet werden. Ist Ihnen das nicht auch manchmal zu viel? Also stoßen Sie da auch mal an Grenzen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Und gerade jetzt im Älterwerden gibt es schon die Fragen, kommen die Fragen auf, huch, machst du das immer so, rockst du das immer so? Und darum habe ich natürlich auch die Hausgemeinschaft, weil dieses Leben macht für mich allein keinen Sinn, da vereinsame ich. Man muss ja jeden Tag mal kochen, wenn man sich das ganze Jahr aus dem Garten ernährt. Das heißt, wenn ich das jeden Tag allein für mich mache, ist es total stinkfad. Also brauche ich diese Hausgemeinschaft, die das System auch gemeinsam stützt. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie sich den digitalen Medien nicht ganz entziehen können. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch mal Tage oder irgendjemand in der Runde, wo Sie es auch mal weglegen? Wo Sie einfach auch mal wirklich weg sind, nicht erreichbar sind? Oder gibt es dieses Gefühl bei Ihnen gar nicht mehr? Also auf meinen Reisen gibt es das auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass es manchmal gar keinen Empfang gibt. Und ich fand das bei deiner Eisenbahngeschichte so schön. Du hast ja diese Reduktion auf das Nötigste. Und das ist was, was ich durch die Reisen auch sehr zu schätzen gelernt habe, dass man eben sehr gut auch mal ohne Dusche und ohne Hab und Gut auskommen kann. Was kann uns diese Reduktion auf das Nötigste geben? Ja, sogar, wir reduzieren uns dann auf den Kern. Ja, wir sind ja umgeben von so vielen Dingen, die wir eigentlich tatsächlich nicht brauchen. Und wo wir denken, na, die brauchen wir jetzt, weil der Nachbar hat das auch oder die Nachbarin. Und das macht uns ja nicht glücklich. Also da gibt es ganz viel Forschung, die zeigt, dass Materialismus nicht glücklich macht. Und noch das nächste Kissen, das sieht vielleicht ganz schön aus, aber es macht uns einfach nicht glücklich. Aber dieses sich reduzieren ist schon irgendwie ein Weg, den man mal sich überlegen könnte. Und es ist auf jeden Fall toll, Ihnen zuzuhören, finde ich. Und wenn Sie uns in diese Welt hineinziehen, oder? Das muss man einfach mal sagen. Jetzt sind Sie ja auch Holzbildhauerin. Lieben Sie es auch, neben dieser Unabhängigkeit in der Natur zu sein, einfach mal ins Baumhaus zu gehen, Ihre eigene Chefin zu sein? Das war vor der Berufswahl da. Das Wissen, dass ich auf jeden Fall selbstständig sein werde in meinem Leben, das kann ich nicht anders.
wie meine eigene Chefin sein. Das heißt, haben Sie früher so mitbekommen und so bleibt es auch. Und Sie, Ihre Kinder sind jetzt wie alt? 29, 28, 24. Das heißt, ist da auch so ähnlich wie bei Ihnen so eine Phase da jetzt, wo Sie sagen können, da kann ich auch noch mal durchatmen? Ja. Also bei mir war das ganz ähnlich wie bei Ihnen. Bei mir kam irgendwann der Gedanke um die 30, oh, wenn du 40 bist, dann sind die Kinder fast groß und dann kommt meine Lebenszeit, ohne pausenlos Verantwortung für Dritte zu übernehmen. Also mir ging es ganz ähnlich. Und Sie reisen ja auch, haben Sie ja gerade schon angedeutet, 6 bis 8 Wochen, glaube ich sogar, im Jahr. Ne? Und ja. Ist es so, dass das auch so eine Art Lebensfreude ist, die Sie brauchen dann, raus zu sein, andere Kulturen kennenzulernen? Es ist ein bisschen Futter, das ist Neugierde. Mhm. Der Kontakt mit anderen Lebensweisen, mit anderen Landschaften, Kulturen. Und was ist Ihnen wichtig, wenn Sie es Stand heute sagen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Unabhängigkeit. Nicht heute, sondern schon immer. Selbstbestimmtheit. Und Authentizität. Das sind definitiv meine obersten Prioritäten im Leben. Dann freuen wir uns für Sie, wenn das Leben so weitergeht. Vielen Dank, Frau Hiemer. Jetzt haben wir hier ja ganz tolle Lebensentwürfe und auch andere Wege zu leben. Und irgendwie ist man angefüllt mit tollen Erfahrungen. Aber wir hatten hier im Nachtcafé, Herr Förster, auch schon Gäste, die sich gesagt haben, ich habe einen tollen Beruf, ich habe eine feste Beziehung, aber ich habe dieses Gefühl, es muss noch was anderes geben. Und dann haben die was ganz anderes gemacht, alles hinter sich gelassen, was weiß ich, irgendwo in Südamerika neu angefangen. Und dann haben die gemerkt, das ist aber nicht meins. Und ich habe es bereut, dass ich das gemacht habe. Und ich kann jetzt im neuen Leben nicht glücklich werden, ins Alte aber nicht zurück. Müssen wir auch vorsichtig sein, nicht ganz unbedacht einfach zu sagen, stürzt euch in ein neues Leben, wenn euch irgendwie danach ist? Sie hatten das ganz schön gesagt, ne, dass die Angst auch für was gut ist und dass die Angst auch nicht weggehen sollte, weil die Angst erzählt uns ja auch von den Risiken, die da eventuell auf dem Weg liegen. Und ich denke, was wir zum Beispiel auch im Coaching sehr häufig machen, ist dann die Pros und Cons, also die Vor- und Nachteile von bestimmten Entscheidungsoptionen sich anzugucken und die Klienten und Klientinnen das entwickeln zu lassen. Ne? Was ist jetzt für Sie der Vorteil, das jetzt so zu machen und nicht anders? Und das noch mal einmal sich klar zu machen, was das auch bedeuten könnte. Und auch auf Katastrophenszenarien vorzubereiten. Ne? Mhm. Es kann ja immer mal auch so sein, mir ging das so, als ich zum Beispiel nach Holland gezogen bin, da dachte ich, wow, ne? Im Urlaub fühlte sich das ganz super an. Und als ich dann da lebte, dachte ich, das gefällt mir gar nicht. Und da habe ich tatsächlich, und ich würde nicht sagen bereut, sondern ich habe eine Lernerfahrung gemacht. Also so können wir es ja auch bewerten. Weil das ist ja die andere Seite. Ne? Was passiert mit uns, wenn ich mir es verbiete? Jetzt in der Liebe, in der Sexualität, was den Wohnort angeht, was den Beruf angeht. So ein inneres Bedürfnis, nicht zu leben. Und das könnten wir auch bereuen. Ja? Dass wir dann hinterher, das haben wir natürlich auch, so 70-Jährige, die dann sagen, ach, ich wäre schon mal ganz gerne ins Ausland gegangen. Und meine Einstellung ist, alles, was du heute entscheidest, hat Konsequenzen. Ob du dich für Option A, also mit ihm zusammenzuleben oder dich von ihm trennen, das hat alles Konsequenzen. Ja, und du kannst alles bereuen und du kannst dich über alles freuen. Und das Leben ist unsicher. Also sich darauf einzustellen, wir können es nicht kontrollieren, aber wir dürfen es ausprobieren und vielleicht vorher ein paar Risiken abchecken. Sie, Jerome, haben Ihr Leben immer mal verändert. Also zweimal zumindest im großen Stil. Um das zu verstehen, glaube ich, muss man auch wissen, Sie kommen auch nicht aus der Großstadt, sondern sind wie aufgewachsen? In einem Dorf mit mehr Kühen als Einwohnern. Mitten in Schleswig-Holstein, Nähe vom Nordostseekanal. Und war das ein Leben, das Sie genossen haben? Ja. Oder? Also es war nicht eng, sondern weit. So ja, es war eine schöne Kindheit. Waldorf-Kindergarten. Sie hatten dann, als die Schule vorbei war oder zu Ende war, hatten Sie eine Lebensgefährtin, eine Freundin. Ja. Erzählen Sie uns von ihr. Eine krasse, tolle Frau. Sie hat Abitur gemacht, war dann nach der Schule in den USA Au-pair. Und Sie waren richtig verliebt. Und ich war sehr verliebt. Ich habe die auch besucht. Wir waren 3 Jahre zusammen. Aber sie hat leider 14 Tage, bevor sie wiederkommen sollte, am letzten Abend in der Gastfamilie, es war noch mal so ein kleines Fest, danach wäre sie noch mal 2 Wochen in den USA rumgereist, hat leider einen Autounfall gehabt, ist gestorben und nicht wiedergekommen. Und das hat mir so dermaßen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Alter.
War das erstmal so, wie soll es jetzt weitergehen? Was? Nee, gar nichts. Mhm. Vakuum. 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 Leere. Also ich hatte eine Wohnung vorbereitet, Wohnung gekündigt, bei Freunden auf die Couch gezogen. Ich hab einen sehr, sehr alten, sehr, sehr festen Freundeskreis. Da kann man wirklich mit voller Karacho kann man da in so ein Netz reinknallen, aber das hält. Mhm. Ne? Die haben mich dann aufgenommen. Aber deswegen bin ich auch so ein bisschen anders geworden. Durch dieses Erlebnis, das hat schon geprägt. Sie sind dann auch nach Berlin. War das dann irgendwann auch sowas von auch einfach jetzt auch weg erstmal? Ja, ich habe erstmal mein Studium geschmissen, Job geschmissen, alles. Das war alles egal erstmal. Und habe dann aber in Berlin eine Zeit später irgendwann auch eine neue Frau kennengelernt. Das Leben geht weiter irgendwann. Mhm. Habe dann eine Fernbeziehung angefangen nach Berlin. Aber im Norden war eigentlich nur verbrannte Erde. Da musste ich mal weg irgendwie und bin dann durch diese Beziehung nach Berlin gekommen. In Berlin sind Sie dann über Freunde auch in der Immobilienbranche gelandet. Sind da recht bald auch erfolgreich geworden, haben viel Geld verdient. So viel, dass wahrscheinlich viele Gleichaltrige erstmal gesagt hätten, wow, Berlin, Großstadt, hippe Stadt, viel Geld, beneidenswert. Wie ging es Ihnen dabei? Naja, schon schön. Ich hab versucht, Robin Hood zu spielen. Das heißt? Also ich habe schon einen Teil des Geldes, was ich verdient habe, für mich selber verwendet. Völlig dämlich für 2,70 Euro ein Cappuccino kaufen, dreimal am Tag, über den ganzen Monat, völlig bescheuert. Aber ich habe halt auch versucht, Geld zu verteilen. Ich hab ein Haus gekauft bei mir in Schleswig-Holstein, hat meinen Urgroßvater mal aufgebaut. Aber meine Mieter zahlen, die teuerste Miete ist so 7,50 Euro. Die günstigste ist so 3 Euro auf den Quadratmeter. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Da musst du halt was zuschießen irgendwie. Ne? Aber Sie wollten nicht der Immobilienmakler sein, wie die Leute sich vorstellen, sondern... Der Job ist schön. Immobilienmakler sein ist jetzt kein schlimmer Beruf, wenn man ihn ordentlich macht. Ja. Es gibt halt nur, glaube ich, viele Glücksritter, die der Job anzieht und die dann schnell anfangen, sich goldene Uhren zu kaufen und sehr große Autos und... Haben Sie sowas auch gemacht? Nein, ich hab einen Skoda gefahren. Ich habe jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Und wie viel haben Sie gearbeitet? Nur. Nur? Also nicht wie, also nur. Blieb eigentlich da Zeit für neue Freunde? In Nein. Gar nicht. Nein. Also in Berlin ist es, das waren halt Arbeitskollegen oder Arbeitsfreunde so, aber mein echter Freundeskreis ist in Norddeutschland. Also das heißt, ich habe auch am Wochenende durchgearbeitet. Wochenende sind die wichtigsten Arbeitstage, weil meine Kunden natürlich Samstag, Sonntag frei hatten. Hat sie das angeboten, da Termine zu legen. Die haben entschieden, wann ich arbeite, nicht ich. Ne? Ich bin Dienstleister. Fehlte da irgendwann vielleicht auch sowas wie Sinn? Ja, oder Leben insgesamt. Leben? Einfach. Es fehlte einfach insgesamt das Leben. Ist das eigentlich häufig so, dass wir uns in so eine Mühle begeben und Ziele haben? Und in Ihrem Fall war es ja noch, auch was für andere zu bewegen. Aber dass wir sowas wie Leben und Sinn dabei verlieren? Also wenn wir tatsächlich irgendwie die Frage nicht mehr beantworten können, was ist der Sinn deines Lebens, dann wird es schwierig. Da gibt es ganz viel Forschung, dass einfach nur, wenn man die Frage nicht beantworten kann, dass es einem dann psychisch und auch körperlich tatsächlich schlechter geht. Mhm. Das heißt also, in der Therapie entwickeln wir manchmal diese Sinnfragen neu, wobei wir die nicht praktisch neu erfinden, sondern wir erinnern Leute daran, was war denn eigentlich früher für dich der Sinn des Lebens, wozu bist du da? Es ist gar nicht, dass man was Neues erfindet, sondern das wissen wir alle, nur wir vergessen das. Und das Vergessen scheint wirklich nicht besonders hilfreich zu sein. Vor 5, 6 Jahren haben Sie dann Andi kennengelernt, ein Ereignis, das nachgewirkt hat. Andi war, als Sie ihn kennengelernt haben, drogenabhängig, obdachlos. Gab es denn da von Anfang an, er hat, glaube ich, haben ihn getroffen an der Ecke dort, wo sie gelebt haben in Berlin. Gab es da sowas wie einen Draht? Ja, ziemlich schnell. Mhm. Also Andi hat ungefähr 20 Jahre auf der Straße gelebt in Berlin, hat auch nur in Berlin, er ist Anfang 40 jetzt, hat ungefähr 20 Jahre auf der Straße gelebt und hat Berlin aber auch nie verlassen. Er war mal auf Klassenfahrt früher, aber ansonsten sein Leben war Berlin und vor allen Dingen eigentlich Straße. Ne? Und da haben Sie sich dann immer mal wieder, immer intensiver? Ja, morgens, da wo ich meinen Kaffee geholt habe, hat er dann angefangen, Geld zu sammeln, um seinen Konsum irgendwie abzudecken. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass Andi
nicht auf die Straße. Also niemand gehört auf die Straße, aber ich kann verstehen, warum manche Menschen auf der Straße gelandet sind. Aber bei Andy war es einfach so, der Typ gehört da nicht hin. Warum ist der hier? Was kann man machen, dass der hier mal irgendwie wegkommt? Sie haben was gemacht. Sie mussten weg, ich glaube, für 3 Tage oder? Nee, 2 Wochen sogar. 2 Wochen sogar. Also Sie mussten für 2 Wochen weg und haben ihm Ihren Wohnungsschlüssel gegeben. Ja, eiskalt. Und? Das war ganz am Anfang Corona-Pandemie. Alle anderen haben sich irgendwie eingeschlossen und ausgegrenzt und abgeschottet. Und ich musste eigentlich, ich hatte Erstwohnsitz in Schleswig-Holstein, Zweitwohnsitz Berlin. Und bin dann mal zu meinem ersten Wohnsitz hoch, ganz am Anfang von Corona. Hab da in meinem Haus ein bisschen rumgewerkelt. Aber ich wusste halt auch, dass meine Wohnung dann 2 Wochen leer steht. Völlig sinnlos steht hier meine Wohnung leer rum in Berlin. Und ich hatte mir vorher gefragt, was kann ich denn machen, um das Leben von Andy ein Stück zu verbessern. Nur Geld geben bringt ja auf Dauer auch nichts. Wussten Sie, also kannten Sie ihn schon so gut, dass Sie nicht wussten, dass er da eine Riesenparty schmeißt und Sie die, ihr Mobiliar nicht mehr wiedererkennt? Ja, ich hatte die Hoffnung, dass ich ihn schon so gut kenne, dass ich das einschätzen konnte, dass mein Fernseher nachher nicht weg ist. Wobei ich ihm schon gesagt habe, pass mal auf, Andy, ich gebe dir jetzt gleich meinen Schlüssel. Wir gehen gleich mal zu meiner Wohnung. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du jetzt für die nächsten 2 Wochen da leben möchtest. Du kannst da auf Toilette gehen, kannst deine Sachen da unterstellen. Hier ist der Schlüssel. Aber wenn ich zurückkomme, mein Fernseher ist weg, dann kriegen wir Stress. Natürlich hätte das sein können. Er hatte kein Handy, ich hätte ihn gar nicht erreichen können. Er hat einen Schlüssel gehabt, ich war weg. Natürlich hätte er meine Bude leerräumen können und dann mit dem Geld halt Party machen können, klar. Aber er hätte sich dann selber ja komplett ins Knie geschossen. Weil er sich vielleicht auch eine Chance dann irgendwo beraubt hätte. Und wir kannten uns schon vorher so sehr, dass ich meinte, das abschätzen zu können, dieses Risiko einzugehen. Ihm vertrauen zu können. Trotzdem kann man sagen, muss sich jeder mal selbst prüfen, ne, wer das gewagt hätte. Wir reden über den Mut, anders zu leben, andere Schritte zu gehen. Jemanden, den wir noch nicht so 100% kennen, der in einer Abhängigkeit ist, auf der Straße gelebt hat, den Schlüssel in die Hand zu drücken, ist schon mutig, oder? Ich würde sagen, ja. Und Sie haben das ja auch irgendwie ganz schön beschrieben, dass Sie da ein bisschen drüber nachgedacht haben. Aber es fällt ja auch leichter, wenn wir da jetzt nicht irgendwie goldene Schüsseln rumstehen haben. Also das ist ja, wenn man sich mal diesen Materialismus anguckt, wo der beginnt, ist es ja vermutlich auch eher schon das Leben, das du so vorbereitet hattest irgendwo, wo da nicht so viel stand, was jetzt auch wirklich dir wehgetan hätte, wenn es weg gewesen wäre. Ja, was soll passieren? Mein Fernseher ist weg. Ja. Okay, ist versichert, aber Diebstahl durch einen Obdachlosen, den ich meine Wohnung gelassen habe, ist wahrscheinlich nicht versichert. Ja, egal, kauf mir halt einen neuen Fernseher, mein Gott. Weißt du, was soll passieren? Aber Sie sind zurückgekommen, Andy ist geblieben, hat sich nach und nach seinen Süchten gestellt, ist bei Ihnen geblieben. Sie hatten Mitbewohner und einen Freund. Ja. Ist mal toll, diesen Mut gehabt zu haben, wenn er dazu führt. Wie hat das auch Ihr Leben verändert? Komplett. Also ich habe gesehen, dass es Chancen gibt in Deutschland. Es gibt Wege, aus den tiefsten Tiefen rauszukommen. Aber es ist eben nicht unbedingt möglich, alleine diese Wege dann zu gehen. Wenn Sie wirklich ganz, ganz unten sind, schwerst heroinabhängig, mehrere Liter Bier am Tag, dann selber losgehen zu Behörden und Formulare ausfüllen. Ein Antrag für Bürgergeld. Das hätte genauso gut auf Latein da stehen können. Das hätte Andy im Leben nicht ausgefüllt. Und dann halt langsam aber das mit ihm zusammen zu puzzeln und ein Stück von seinem Leben eben aufzubauen, war der Hammer. Wobei die Regel war, also ich war schwerst co-abhängig zwischendurch auch. Aber ich habe halt versucht, maximal nur Räuberleiter zu machen. Wenn er da hoch wollte, das musste er selber machen. Es bringt überhaupt nichts, ihm das Kartenhaus schön aufzubauen. Und wenn ich dann 2 Schritte zurücktrete, dann schützt das ganze Kartenhaus wieder ein. Er musste das auf Teufel komm raus. Und wenn es noch 5-mal so lange dauert, dasselbe alles aufbauen, nur dann hat es einen Wert gehabt. Ne? Und auch Ihr Leben hat sich dann Schritt für Schritt verändert. Sie waren noch mal bei einem Musikfestival in Ihrer alten Heimat. Dann gab es so ein Erlebnis, da hat es Klick gemacht. Und Sie wussten, nicht sofort, aber nach einer Zeit, Sie müssen weg aus Berlin. War das einfach auch so eine Erkenntnis, das Leben hier ist doch nichts für mich, so wie ich es einfach geführt habe? Ja, es war zu viel und so laut einfach. Und warum? Warum das alles? Und ist das wirklich mein Leben? Bin das ich?
Und wofür brauche ich das eigentlich alles? Warum spiele ich den ganzen Kram hier? Und was war da mit Andi? Vorgeschichte war, dass wir beide darüber gesprochen haben, wie das weitergehen soll mit unserem Leben. Mal vielleicht eine Beziehung haben. Ich habe meine letzte echte Beziehung 2016 beendet. Ich habe zwischendurch noch mal so ein kurzes Techtelmechtel gehabt, aber im Grunde ein Hobby. Ja. Wäre auch mal schön eigentlich. Aber ich habe... Beides vielleicht sogar. Oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wer weiß. Basteln oder sowas. Egal. Ja. Es gibt ein wunderschönes Festival in Schleswig-Holstein, das Wilverin-Festival. Da gehe ich seit 20 Jahren hin. Ist ein Treffpunkt von mir und meinem alten Freundeskreis. Mhm. Jedes Jahr. Mein Jahr geht auch nicht von Silvester bis Silvester. Mein Jahr geht Wilverin bis Wilverin. Das ist Abend dazu. Hat eine Bedeutung. Ja, wirklich. Ja. Das ist wunderschön einfach. Ganz klein, 5000 Leute, mitten im Wald, friedlich, keine Hauereien. Mhm. Letzte Nacht, Sonntagmorgens, 6 Uhr, steht eine Frau neben mir und weint und lacht zur gleichen Zeit. Ein wunderschönes Bild, ein bisschen komisch, aber wunderschön sah es aus. Mhm. Und dann bin ich nach einer Viertelstunde mal zu ihr hin und frage, Mensch, alles gut bei dir? Und dann sagt sie, nee, alles in Ordnung, ich bin einfach nur so glücklich, wieder hier zu sein. Und da ist bei mir so dermaßen der Groschen gefallen. Mann, hat sie recht gehabt. Natürlich war auch Corona-Pause zwischendurch, wir durften keine Festivals, gab es alles nicht. Es war nach einer längeren Zeit mal endlich wieder dieses Festival. Aber sie hat so recht gehabt. Dieses wenige, einfach nur ein bisschen im Wald vor sich hinzutanzen, war für sie die vollendete Glückseligkeit. Und ich bin im Anzug in den Norden gefahren zu dem Festival und hatte Termine vorbereitet. Es gab Termine dann nach der Ankunft, nur noch Notartermin. Kaffee trinken beim Notar für mich. Also als Immobilienmakler? Ja, ja, als Immobilienmakler. Bin ich nicht mehr hingegangen. Nee, ich habe direkt nach dem Wilverin, vielleicht schon 50.000, 60.000 weggeschmissen oder sowas. In den ersten Tagen, egal, das war's wert. Ich würd das ganze Ding, auch mit Andi, ich würde es halt immer wieder machen, wenn ich zurückspulen könnte. Aber ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht die ganze Welt irgendwie retten und alle in meine Wohnung holen. Aber ich würde diese Geschichte halt immer, immer wieder machen, weil wunderschön einfach. Wie geht's Ihnen denn heute? Also was macht besser. Andi? Ja? Besser. Also, ist Andi denn mitgekommen? Ja, ich habe hab dann auf dem Wilverin entschieden, dass ich jetzt hier Feierabend mache und alles kurz und klein hau. Das hat sich halt angefühlt, wie bei 160 aus dem fahrenden Auto springen. Ne, ist volle Geschwindigkeit, gerade Autobahn, mein ganzes Leben. Aber nur noch raus hier. Da ist ein Abgrund. Ich habe da irgendwie einen Abgrund gesehen, wo ich drauf zusteuere. Und ich muss jetzt hier raus. Hab dann Andi gesagt, Mensch, Andi, ich mache jetzt hier wirklich Schluss. Ich gehe jetzt in den Norden. Willst du mit? Ich gehe jetzt noch mal ein paar Tage hoch. Wenn ich wiederkomme, möchte ich von dir wissen, ob du mitziehen möchtest. Ich habe in Berlin nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt. Wohnzimmer war ein Durchgangszimmer. Da hat er auf der Couch geschlafen am Anfang, weil Matratze war noch zu viel für ihn so. Und er hat dann eine Matratze auch bekommen, als er bereit dafür war sozusagen. Ne? Aber jetzt hat er ein echtes WG-Zimmer. Ich habe eine WG mit ihm einfach. Er hat ein echtes eigenes Zimmer, nicht nur Matratze auf dem Fußboden, sondern tatsächlich ein Bettgestell. Ein kleines, winziges Stück Leben. Aber es reicht, es reicht. Und wenn Sie das so sagen, das ist ja wirklich auch eine Erkenntnis für sich. Was brauche ich denn eigentlich? Ja. Was ist Ihnen heute wichtig? Haben Sie das auch schon gefragt, Frau Mia? Was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Ruhe, Kontakt zum Freund, also echten Kontakt zum Freundeskreis, nicht nur über Internet. Mhm. Ja, und Kleinigkeiten halt, die das Leben, glaube ich, dann ausmachen. Mit Geld kann man sich alles kaufen, aber wenn du dann das nicht machst, dann liegt das Geld irgendwo rum und du hast immer noch kein Hobby. Und wenn du die Zeit halt auch nicht hast, weil du den nächsten Termin machst und den nächsten Termin, es gibt ja wieder 10.000 Euro oder 20.000 Euro und let's go, du kommst dann nie aus diesem Hamsterrad raus. Mhm. Und dann hast du immer noch kein Hobby nach 3 Jahren und nach 5 Jahren. Ich war früher Fußballschiedsrichter, ich würde so gerne wieder einfach Schiri sein. Voll geil, super Hobby. Steigen Sie ein, ich glaube, DFB freut sich. Es wird gesucht, es wird gesucht. Vielen Dank auf jeden Fall. Und grüßen Sie auch Andi unbekannterweise gerne. Von uns auf jeden Fall. Frau Schindler, Herr Schindler, als sich herausgestellt hat, dass Sie beide keine Kinder bekommen haben, da haben Sie beschlossen, Pflegekinder aufzunehmen. Und zwar speziell auch Kinder mit schweren Behinderungen und auch lebensbedrohlichen Erkrankungen. Wenn wir mit Ihnen mal anfangen, Herr Schindler, war das eher Ihre Idee? Ihre Frau ist Kinderkrankenschwester. War das eher die Idee Ihrer Frau oder war das auch ein Teil Ihrer Idee?
es war der größere Teil der Idee kam von meiner Frau. Mhm. Aber die Idee, Pflegekinder aufzunehmen, kam, war unsere gemeinsame. Und man macht es ja nicht ganz unbedarft. Man wird ja vorbereitet und muss sich ja auch qualifizieren über einen Kurs beim Jugendamt, den man macht. Und die Anerkennung, die man dann von dort eben bekommt. Und in diesem Verfahren wird man auch sehr intensiv befragt und muss es auch formulieren. Was hat man denn für Vorstellungen an seine künftigen Pflegekinder? Also sollen die, spielt es eine Rolle, welche Hautfarbe die haben oder aus welchem religiösen Hintergrund sie kommen? Und natürlich ist der Gesundheitszustand auch was, was da immer gefragt wird. Und da kamen wir dann gemeinsam drauf beim Ausfüllen, dass wir da eigentlich relativ offen sind. Haben Sie auch Ängste damit verbunden, auch vor einer Verantwortung oder vor Überforderung? Ja, das Sie kommen ja nicht aus dem beruflichen durchaus Kontext. Vorhanden, nein. Mhm. Also ich habe meinen Zivildienst in einer großen Einrichtung geleistet, wo ich im Fahrdienst war. Und wir auch erwachsene, behinderte Menschen hatten, die total toll waren und mich begeistert haben. Aber jetzt mit behinderten Kindern hatte ich damals nichts zu tun. Und wie war das dann, als dieser Tag kam und Sie wussten, da ist jetzt ein Mädchen, 15 Monate, glaube ich. Mhm. Ich kann die kennenlernen, die braucht Pflegeeltern und ich kann in dieses Heim fahren und sie mir anschauen. Wie war das für Sie? Aufregend und auch mit Ängsten besetzt, tatsächlich, weil ich es mir nicht so ganz vorstellen konnte, was mich jetzt dort erwartet. Mhm. Und was mich erwartet hat, war aber eine sehr schöne Situation, nämlich, dass wir in diesem Mutter-Kind-Heim, in dem die Jessie damals alleine war, weil es für ihre leibliche Mutter nicht gepasst hat, dort zu leben, wir dort eben zusammensaßen mit den Franziskanerschwestern, die das geleitet haben und beim Kaffee trinken ich sie dann auf dem Arm hatte und sie in dieser Situation dann eingeschlafen ist. In diesem langen Gespräch, das wir geführt haben, das sicher vielleicht eine Stunde ging, so aus der Erinnerung. Und sie Was sehr Vertrautes im Grunde. Es dann, ne? War schnell was sehr Vertrautes in dem Moment. Und auch was, wo ich gespürt habe, da es ist schon eine... Offensichtlich strahle ich eine gewisse Sicherheit aus für dieses Kind und gleichzeitig berührt es mich auf eine ganz besondere Weise, dass sie da so einschläft auf meinem Arm. Wie haben Sie das erlebt? War er gleich verliebt oder wie haben Sie das erlebt? Und Sie beide verliebt? Das Spannende war, ich hatte mich viel länger schon mit diesem Kind beschäftigt, im Prinzip auch. Da gibt es ein Bewerbungsverfahren dazu und so weiter. Mhm. Und ich hatte schon viel früher das Gefühl, ich kenne dieses Kind, obwohl ich es noch nie in live erlebt hatte. Und er hat eigentlich, du hast eigentlich viele Ängste erstmal auch. Und wir haben oft drüber gesprochen. Und es war ganz klar, wir lassen uns Zeit mit der Entscheidung. Und vielleicht muss es das Heftigste ja auch nicht gleich sein. Jessie hat einen schweren Sauerstoffmangel gehabt und wird nie ein anderes Leben als ein Säugling führen können. Sie wird zwar älter werden, sie wird groß werden, aber sie wird im Entwicklungsstand einem Säugling entsprechend bleiben. Und das war damals schon absehbar. Und es war auch klar, dass dieses Leben möglicherweise immer wieder gefährdet ist oder eben gar nicht so lange dauert. Und ganz spannend war, die Jessie ist ja auf dem Arm eingeschlafen und die zeigte dieses Engelslächeln, was ganz viele Säuglinge einfach haben. Und nicht nur du und sie, ihr hattet eine Verbindung, sondern wir alle, die in diesem Raum waren, haben diese Verbindung gespürt und wussten sofort, die Jessie hat sich gerade den Papa ausgesucht. Jetzt haben Sie aber ja auch beschrieben, dass Jessie nicht so eine lange Lebenserwartung hatte. Es kann auch immer zu medizinischen Notfällen kommen. Wie war das denn so? Ich stelle mir vor, Sie sind es gewohnt als Krankenschwester, aber wenn Sie mal alleine waren, hatten Sie auch da Sorgen? Brauchten Sie Mut, diese Verantwortung zu übernehmen? Ja, aber da bin ich reingewachsen und das hat Jessie mir auch gut beigebracht, muss ich sagen. Also, dass ich mich das trauen kann, mich auch auf ihre schwierigen Situationen einzulassen und dass
ich es dann auch schaffe, die zu handeln. Natürlich mit Anleitung, die ich am Anfang sehr viel hatte durch meine Fachfrau im Haus, aber das auch später dann immer, dass ich wusste auch, wo ich welche Unterstützung kriegen kann. Und sie brauchen ja auch sonst überhaupt irgendwie ein größeres Netz um sich rum, um Pflegekinder wie Jessie aufnehmen zu können, wo man Unterstützung findet, damit man das Ganze hinkriegen kann. Jetzt denken ja viele sicherlich auch an die Belastungen, an die emotionalen Belastungen, an die alltägliche Belastung, die das für sie bedeutet. Sie haben am Anfang so diese Situation beschrieben im Arm und wie sie sich sie ausgesucht hat. Was gibt sie Ihnen im Alltag auch immer wieder? Was schenkt sie Ihnen auch? Genau das, also im Hier und Jetzt zu sein. Ich weiß nicht mehr, wer es vorhin war, aber es wurde schon mal gesagt, es reduziert sich auf ganz wenige Bedürfnisse, auf wirklich die Grundbedürfnisse. Jessie lebt komplett im Hier und Jetzt. Und wenn es Jessie gut geht, dann ist sie ein extrem fröhliches Kind. Sie kann wunderbar lachen. Sie hat ein sehr ansteckendes Lachen. Sie hat auch ein sehr ansteckendes Gähnen. Das ist total spannend. Sie lässt sich aber auch gerne anstecken. Also wenn wir lachen, das findet sie wirklich auch mitreißend. Und sie liebt, dabei zu sein. Sie liebt es, unter Menschen zu sein. Sie liebt Musik, sie liebt Schaukeln, sie liebt Reisen und sie macht das alles mit uns und sie zeigt uns das alles. Und gleichzeitig ist es natürlich genau so, also wir reisen nicht mit der Bahn, sondern mit dem Wohnmobil und wir können immer genau so weit reisen, wie es der Gesundheits-, der Gemütszustand, der Hunger gerade zulässt. Für Sie beide war übrigens ja auch klar, es soll nicht bei Jessie bleiben. Ja. Ne? Anderthalb Jahre nach Jessie haben Sie dann noch ein Brüderpaar aufgenommen, die sich mit Jessie auch sehr gut verstanden haben. Da gab es dann irgendwann Verhaltensauffälligkeiten. Das war für Sie schwer, für die Brüder schwer. Aber Sie haben trotzdem gesagt, auch nach diesen Erfahrungen, Sie möchten noch ein Pflegekind. Dann kam Luca, heute 6 Jahre alt, auch dort schwerer Hirnschaden, ebenfalls mehrfache Behinderung, geringe Lebenserwartung. Waren da noch diese Bedenken von vor Jessie da oder waren Sie sich ihrer Sache jetzt sicherer? Da war ich mir sehr sicher, ja? Tatsächlich. Und das war eine Entscheidung, die für uns dann ziemlich klar war auch. Das war für uns wirklich damals auch, nachdem es mit den Jungs in der schwierigen Phase zu Ende ging, auch für uns ein Trost oder auch was uns wieder aufgebaut hat, wo wir gemerkt haben, das können wir einfach besonders gut und um Kinder wie Jessie und Luca können wir uns gut kümmern und das wollen wir auch weitermachen. Gleichzeitig ist der Alltag ein anderer als von vielen anderen Menschen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Gibt es Menschen, die Sie auch fragen, warum macht ihr das? Also, Sie könnten es viel leichter haben, Sie könnten ganz andere Wege gehen. Diesen Weg zu wählen, die Sie da eher, ob bewusst oder unbewusst, auch gefragt haben, warum? Klar, die Fragen gibt es natürlich. Die gab es früher noch mehr, habe ich das Gefühl, als heute. Aber wir können ja auch gerne immer was erzählen dazu oder auch erklären. Und ich finde, für mich bringt es eine große Zufriedenheit mit, diese Aufgabe für mich im Leben zu haben. Und es ist ja eine Lebensaufgabe, wo alle anderen Sachen irgendwie dem untergeordnet sind. Also ein Berufsleben zum Beispiel. Also ich habe mich schon ganz bewusst dafür entschieden, dass ich freiberuflich als Journalist arbeite und sage immer, ich habe erfolgreich jede Festanstellung abgelehnt. Aber das bedeutet natürlich andererseits, ich habe auf eine bestimmte Karriere, die ich sonst vielleicht gemacht hätte, verzichtet und bin nun nicht Ressortleiter, sondern bin halt Pflegevater von 2 besonderen Kindern und habe mein Berufsleben immer so zwischendurch organisiert, also in Momenten, wo ich halt mehr Zeit habe. Wir spüren, glaube ich, alle, wie sehr sie das auch ausfüllt. Also das ist sehr gut zu spüren. Was kann uns das eben auch geben, für andere da zu sein?
Ja, wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was vielleicht das Leben nicht ausmacht. Und das ist, worum Materialismus, ne, sich immer wieder etwas zu kaufen. Aber da gibt es eben wie auch dann diese Idee, dass Beziehungen tatsächlich sinnstiftend sind. Also wenn Sie Leute fragen, was ist der Sinn meines Lebens, kommt entweder sowas wie Religion oder es kommen Beziehungen. Meine Familie, mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder, meine Freunde, meine Freundin. Und ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie gerade so ganz berührend erlebt, auch wie Heilung durch Beziehung irgendwie geschehen kann bei euch beiden. Ja, dir ging es ja auch nicht gut, ist ja ein furchtbares Erlebnis und irgendwo durch Beziehung etwas passiert, was man sich nicht kaufen kann, wo sonst das Auto wahrscheinlich den Abgrund runterprescht, weil das einfach furchtbar ist, was dir da passiert ist. Ja. Und auf der anderen Seite hier auch, Sie haben das ja ganz schön beschrieben, es ist ja nicht irgendwie so, dass Sie etwas geben, sondern Sie kriegen ganz viel zurück. Also es ist eine Beziehung, die da entstanden ist. Und ich glaube, es ist manchmal so ein Stereotyp, dass man denkt, oh, beim behinderten Kind, da gibst du so viel und bist so aufgewonnen. Aber was Sie gerade ganz schön beschrieben haben, ist eine Interaktion. Es ist so etwas wie Liebe, was Sie gerade beschrieben haben. Ja. Man bleibt dann auch genug Zeit für Sie, für Sie als Paar? Ja, auch da bleibt Zeit und wir sind sehr glücklich, wenn wir mit den Kindern zusammen irgendwo in Irland an einem Strand sitzen und uns Regen und Wind um das Wohnmobil pustet und wir den Blick irgendwie auf die Wellen haben und wir sind so ganz uns und das ist wirklich schön. Wir haben ja tatsächlich bei dem, was wir im Alltag machen, ganz viel Zeit miteinander. Ja. Also mehr als jetzt Menschen, die getrennten Berufen nachgehen und sich nur abends und morgens sehen oder über Nacht und so. Also insofern. Dazu muss man sagen, Jessie ist heute 21, hat damit jede vorhergesagte Lebenserwartung übertroffen. Wie auch Luca, dem ebenfalls ein sehr kurzes Leben prognostiziert wurde. Wie sehr erfüllt Sie das mit Freude, vielleicht auch mit Stolz? Gute Pflege, sagen wir da immer. Ja. Vielen Dank dafür. Herr Förster, wir schauen jetzt einfach mal in die Zukunft. Es gibt ja oder gab zumindest bei Bewerbungsgesprächen häufig so diese Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Wo sehen Sie sich, Herr Förster, oder auch Sie in der Runde, sich in 200 Jahren? Große Frage, ne? Also, wenn ich mir dann vorstelle, ich werde vielleicht 90 und in welcher Form würde mich interessieren? Und wollen die Leute mich dann überhaupt? Die sprechen dann eine andere Sprache, die haben andere soziale Normen, die haben ein anderes politisches System, man benimmt sich ganz anders. Ich weiß nicht, ob die mich da überhaupt gerne haben wollten. Um das erstmal aufzuklären, Herr Sammes, Sie möchten sich nach dem Tod einfrieren lassen und rechnen damit, dass es so circa 200 Jahre braucht, bis es soweit ist, bis Sie dann wieder aufgetaut und wiederbelebt werden können. Neben all den Fragen, die sich alle hier sicher stellen, ist das machbar und ist das realistisch, würde mich aber erstmal interessieren, warum wollen Sie in 200 Jahren wieder da sein? Warum nicht die Lebensspanne so, wie wir sie bisher über Jahrtausende gelebt haben? Die Frage würde ich am liebsten zurückgeben. Mhm. Warum will jemand das nicht? Es ist eigentlich natürlich, leben zu wollen. Mhm. Ich definiere den Sinn des Lebens aus der Biologie als Selbstzweck. Wenn das Leben endet, ist der Sinn des Lebens beendet. Und ich habe das eigentlich, das Leben, als Betrug empfunden, weil man zunächst das Gefühl hat, man startet und man denkt an das Ende nicht, aber es holt einen ein. Und dann ist eigentlich die Sache zu Ende. Eine sehr kurze Zeit im Vergleich zu, ja, ich sag mal, Ewigkeit zählt überhaupt nicht. Es ist, als wäre ich nicht da gewesen. Sie haben sich ja sehr früh auch schon Gedanken gemacht. Also nicht jetzt im reiferen Alter, sondern auch schon in Ihrer Jugend. Haben Sie sich Gedanken über den Tod, über das Sterben gemacht? Warum hat Sie dieses Thema beschäftigt? Aus diesen Gründen, dass es Ihnen irgendwie nicht logisch vorkam, dass wir gehen müssen? Das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wo das angefangen hat, irgendwo mit dem Tod zu hadern. Mhm. Vielleicht im Krieg. Also ich war 5 Jahre, als der Krieg zu Ende ging. Und ich sehe das als eine ganz dunkle Startphase, die ich hatte. Mhm. Aber dann bin ich in einem Pfarrhaus sehr friedlich aufgewachsen, war sehr religiös. Und habe angefangen, Theologie zu studieren
Und irgendwann hat mich der religiöse Glaube nicht getragen, was das Leben nach dem Tod betrifft. Und hat Sie dann der Glaube an die technologische Auferstehung eingeholt? Ich habe gesagt, Sames, jetzt musst du ran, jetzt musst du Medizin machen und schauen, warum man eigentlich stirbt und ob man dagegen was machen kann. Ich frage Sie jetzt trotzdem mal, Sie sind jetzt gut 80, Sie haben eine Familie. Warum ist das nicht ein ausgefülltes Leben? Warum muss da in 200 Jahren oder soll da in 200 Jahren noch was kommen? Weil mir das Leben gefällt und ich will nicht aufhören damit. Also aus Liebe zum Leben, ja? Okay. Was sagen Sie? Das ist erstmal eine sympathische Erklärung auf jeden Fall, eine sehr sympathische Erklärung. Aber was sagen Sie ganz grundsätzlich zu diesem Gedanken, zu dieser Idee, in 200 Jahren sich einfrieren lassen, dann in 200 Jahren wieder den Kopf rausstecken und sagen, hallo, hier sind wir. Sie schütteln so ein bisschen den Kopf. Ich bräuchte es nicht. Sie bräuchten es nicht. Ich wäre neugierig. Was Sie wären neugierig. Ah, das ist ja schon mal ein gutes innerfamiliäres Thema. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ja. Sie sind jetzt 18. Machen Sie sich über solche Dinge schon Gedanken als Jüngster in der Runde? Also ich probiere tatsächlich den Tod nicht irgendwie so zu verbergen oder zu verstecken oder nicht drüber nachzudenken, sondern ich finde, es sollte auch im jungen Alter schon irgendwie eine Rolle spielen. Man sollte sich darüber Gedanken machen, weil irgendwann passiert es jedem Menschen. Und ich habe mich mit der Methode des Einfrierens auch schon durchaus beschäftigt. Und sympathisieren Sie? In einer gewissen Art und Weise finde ich, also ich finde es interessant. Ich kann es mir durchaus auch vorstellen. Allerdings halte ich aktuell die Technologie noch nicht für so weit, für noch nicht so fortgeschritten. Sie ist zwar schon da und es entwickelt sich auch immer weiter. Es gab ja aber auch Probleme, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, dass da Leute wieder aufgetaut wurden, weil Unternehmen insolvent gegangen sind. Von daher, da gab es ja auch durchaus... Ja, es war nicht so im Sinne der Erfinder. Ja, ja, genau. Absolut. Aber wie denken Sie, ist es vielleicht auch ein Zeichen der Zeit, dass wir Endlichkeit eigentlich am liebsten technologisch entsorgen möchten? Es gibt ja ganz, ganz viele Hinweise darauf, ne? Also diese ganzen Botox-kosmetischen Dinge, die sind ja auch im Prinzip dafür da, um das irgendwie einfach hinauszuzögern. Aber ich frage mich neben diesen ganzen technischen Geschichten, wie das denn irgendwie sein soll. Also Sie sind jetzt, nehmen wir mal an, Sie werden 120, also Sie werden dann doch als relativ alter Mensch dann wieder aufgeweckt. Ist immer die Frage, ob die dann die überhaupt aufwecken, ob die überhaupt was mit Ihnen anfangen können. Sie haben ein Wissen, was nichts mehr wert ist. Sie haben überhaupt keine Besitztümer. Sie sind also wahrscheinlich arm, weil zwischendurch gab es Währungsreformen oder ihr Besitz wurde irgendwie aufgebraucht von irgendwelchen marodierenden Menschen, die es in den 200 Jahren dann gibt. Also sie sind arm, sie sind nicht gewollt, sie sind alt, sie sehen anders aus, sie sprechen die Sprachen nicht, sie kennen die Normen nicht. Sie sind für die auch teuer. Also sie müssen ja Trainingskurse machen, um da wieder reinzukommen. Und überhaupt irgendwie eine Steckdose irgendwie mit einem, was weiß ich, was die dann haben. Telefon wird es wahrscheinlich nicht geben, zu verbinden. Also sie sind ja komplett lost und unerwünscht. Also, da frage ich mich so ein bisschen. Jetzt haben Sie Herrn Sammes aber richtig gut draufgebracht. Sie beschreiben da vielleicht meine spannendste Lebensphase. Aber was ich mich frage, ist, wie man sich mit dem Tod abfinden kann. Also da gehe ich ganz mit Ihnen. Ich möchte auch ewig leben, nur konkret kann ich es mir so wenig vorstellen. Aber Sie sagen ja sogar, Herr Sammes, dass Sie auch davon ausgehen oder sich das zumindest so vorstellen, dass Sie dann nicht in Ihrem Alter weiterleben, sondern dass der Alterungsprozess auch rückgängig gemacht werden kann. Ist das richtig? Deswegen sage ich, wir brauchen 200 Jahre. Ich bin eigentlich Gerontologe. Also ich hab in der Altersforschung geforscht und versucht, klarzukommen mit Lebensverlängerung und bin zu dem Schluss gekommen, dass das sehr schwierig ist. Deswegen sage ich 200 Jahre, aber Unmöglichkeit habe ich da auch nicht gefunden. Ich denke, eine Verjüngung wäre das Schönste, was dabei rauskommen kann. Also würden Sie dann so gerne wieder im Alter eines 20-, 25-, 30-Jährigen dann wieder zurückgeführt werden? Dann wäre das Argument schon mal weg, ne? Ja, aber ich meine, dann wissen Sie immer noch nichts. Dann müssen Sie umfangreiche Trainings- und Schulungsprogramme machen, um da überhaupt reinzukommen, um überhaupt irgendwie eine Zahnbürste bedienen zu können. Also das finde ich irgendwie so dieses
konkreter. Es sind interessante gedankliche Experimente auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können ja sagen, dass das offenbar immer schon, oder immer weiß ich nicht, aber schon länger viele Menschen fasziniert. Man sieht es an der Literatur, man sieht es an Filmen. Was wäre, wenn wir in der Zukunft noch mal da wären? Was wäre, wenn vielleicht die Umgebung sich verändert, wir aber im gleichen Körper hunderte Jahre alt sind? Da gibt es ja zahlreiche Filme, die das zum Thema haben. Wird Sie das wiederum zum Beispiel interessieren? Hunderte? Ich denke gerade früher an die Seefahrer. Die wussten auch nicht, als sie rausgefahren sind auf dem Atlantik, die wussten ja auch nicht, dass da drüben Amerika irgendwann ist. Sondern das war erstmal raus aufs Meer und ob ich zurückkomme, weiß ich gar nicht. Ja. So, und er, was hat er denn zu verlieren? Er lässt sich einfrieren. So, und ob er dann in 200 Jahren vielleicht aufgetaucht wird oder in 2000 Jahren oder in 5000 Jahren, die Garantie hat er nicht. Aber er kann ja mal aus dem Meer rausfahren. Vielleicht ist er drüben ja eine Insel irgendwo. Ich meine, das ist die Frage, ob wir offen sind. Ich meine, die Diskussion, auch die wissenschaftliche Diskussion, ob das umsetzbar ist, werden wir heute nicht klären. Ne? Also können wir den Alterungsprozess umkehren, überhaupt anhalten? Können wir uns auftauen und wirklich wiederbelebt werden? Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen nein. Alleine dadurch, dass Sie sich als Altersforscher, aber auch der Kryonik gewidmet haben und darüber nachgedacht haben, hat Ihnen ja auch schon viel Kritik eingebracht. Aber wir haben heute hier keinen Kongress, in dem wir das wissenschaftlich erörtern können. Aber wie sind Sie denn dann konkret auf den Gedanken gekommen, um Sie persönlich noch mal anzusprechen, das mitzumachen? Also Sie haben ja auch schon Vorkehrungen getroffen. Wie kam es zu dieser Situation, dass Sie sich dafür entschieden haben? Ich bin in der Altersforschung an die Grenzen gestoßen, an meine eigenen und auch die, die wir heute in der Wissenschaft haben. Und da war ich zunächst ziemlich hilflos. Und da kam ein junger Student zu mir und hat gesagt, ich möchte gerne Lebensverlängerung machen. Kannst du mir Tipps geben? Und wir haben das diskutiert, er hat sich orientiert. Und dann kam er zu mir und sagte, warum lässt du dich nicht einfrieren? In Amerika machen die Leute das. Ich habe gesagt, das ist Blödsinn. Dann tauen sie mich auf und dann ist da ein Haufen Matsch. Das wäre nicht so attraktiv. Der Junge war aber klug. Der hat gesagt, was kannst du dabei verlieren? Also eine ähnliche Jerome-Argumentation, ja? In dem Moment habe ich beschlossen, das zu machen, ganz einfach. Und man muss ja bedenken, vielleicht lebe ich in 200 Jahren, aber ich kann es dann nicht mehr mit Ihnen diskutieren. Ja, vielleicht überzeugen Sie mich ja heute Abend. Wie das Einfrieren so in der Praxis aussehen kann, da vermitteln wir Ihnen jetzt auch noch mal zumindest einen ganz kleinen Eindruck. Der Tod ist nicht das Ende. Davon sind Kryoniker überzeugt. Um in ferner Zukunft wiederbelebt zu werden, lassen sie sich einfrieren. Das Blut des Leichnams wird dabei durch ein Frostschutzmittel ersetzt, der Körper in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius gelagert. Kryokonservierung nennt sich das bis zu 150.000 Euro teure Verfahren. In den USA lagern aktuell rund 500 Menschen eingefroren in Tanks. Kritiker aber halten den Glauben an diese Technik für pure Science-Fiction. Also wenn wir das mal durchspielen, was muss direkt im Anschluss an Ihren Tod passieren, damit das überhaupt eine Chance hat, Ihrer Meinung nach? Der Körper muss gekühlt werden. Bei Kühlung wird der Stoffwechsel reduziert und man setzt das in der Medizin ein. Zum Beispiel bei Herzstillstand kühlt man, damit die Zellen weniger Verbrauch haben und weniger ausscheiden. Und wir sagen, warum dann nicht ganz den Stoffwechsel stilllegen? Und die Basis der Kryonik ist eben, dass man ausgerechnet hat bei minus 196 Grad, das ist flüssiger Stickstoff, dann dauert es Millionen Jahre, bis eine kleine Enzymreaktion abgelaufen ist, die bei uns ein paar Minuten dauert. Das heißt, wir sind in ein paar Millionen Jahren noch als unveränderter Körper vorhanden. Das war die Sache, die fasziniert hat. Und das war dann warum soll ich mich wegschmeißen, wenn ich noch gut bin? Ja, das ist.
Wir reden einerseits, hat das natürlich was von Science Fiction und wie gesagt, Kritik gibt es daran massenhaft. Also Wissenschaftler, die sagen, das geht nicht und das wird es auch nicht, das wird auch nie funktionieren. Aber wir spielen das ja heute durch und sind nicht dazu da, hier ein Urteil zu fällen, erst recht nicht für die Zukunft. Aber wenn wir über Zukunft sprechen, das ist ja nicht nur ein gedankliches Experiment, was in 200 Jahren eine Bedeutung hat. Sie haben das ja jetzt schon veranlasst. Angenommen, Sie sterben irgendwann in einigen Jahrzehnten. Was heißt das dann zum Beispiel für die Trauer Ihrer Familie? Sollen die dann nach Ihrer Vorstellung Abschied nehmen? Oder ist das eher so ein, na, bis irgendwann mal? Das ist so, wie wenn jemand in den Krieg zieht. Man verabschiedet sich mit ungewissem Ausgang. Und natürlich ist das beängstigend. Vielleicht noch keine Trauer, aber die Angst vor dem, was kommen könnte und die Hoffnung. Mhm. Was glauben Sie? Ich meine, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie schon Abschied genommen haben von Menschen, von nahen Menschen in Ihrem Leben. Was könnte das verändern in der Trauer, wenn der oder diejenige eigentlich das mit dem Bewusstsein geht, vielleicht komme ich zurück? Ich glaube, das ist gar nicht so anders. Also ich bin auch im christlichen Glauben aufgewachsen. Mhm. Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem hat eine Freundin von mir ihren 4-jährigen Sohn verloren. Und natürlich ist auch da das Gefühl, naja, wir sehen uns irgendwann, irgendwo, irgendwie wieder. Und das ist noch viel realer. Also ich glaube, das ist halt noch viel greifbarer eigentlich als die Vorstellung, es gibt irgendwo ein Wiedersehen. Insofern finde ich es eigentlich auch mutmachend und tröstlich. Ob es dann wirklich so eintritt, wissen wir weder für das eine noch für das andere. Und der Punkt ist nur, wenn Sie Ihre Kinder da wieder sehen wollen, müssen die sich auch noch mal einfrieren lassen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und, ziehen die mit? Das ist sehr gut. Und zieht schon jemand in Ihrer Familie mit? Oder bitte? In Ihrer Familie? Nein. Nein. Sie sind da noch... Es ist überhaupt so, dass alle Leute es sehr interessant finden. Aber zögern, es selbst zu machen... Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht diese Angst davor, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, sage ich mal. Verstehen Sie diese Angst? Also ich verstehe Angst und ich verstehe auch die Angst vor dem Tod. Und ich habe auch irgendwo, das wird nicht nur ich sein, auch diese Lust zu leben. Alles andere wäre ja schon fast ein bisschen depressiv, wenn ich jetzt... Aber es ist vielleicht auch ein Prozess, jedenfalls versuchen wir auch mit Klienten, Klientinnen dadurch zu gehen, erstmal den Tod für sich zu akzeptieren. Denn man könnte auch die Frage stellen, was ist denn schlecht daran zu sterben? Es könnte ja auch etwas Gutes sein, wenn ich mir vorstelle, ich werde Erde, ich werde wieder irgendwie in die Energie der Wälder, in denen Sie wieder leben, dann wieder überführt und damit hat das alles wieder auch so einen Sinn, einen gewissen Kreislauf. Und ist es wirklich nötig, dass ich jetzt tausende von Jahren auf der Welt bin und was bedeutet das dann für die Nachkommen? Also irgendwann werden wir dann zu viel, dann müssen wir anfangen, jetzt mal ganz konsequent irgendwelche Leute zu töten oder wie soll das denn gehen? Oder nicht auf die Welt kommen zu lassen? Also weil irgendwann würden wir dann einfach zu viel. Und ich glaube, ein weiterer Gedanke, den man vielleicht formulieren kann, Sie haben von Jesse gesprochen und der eingeschränkten Lebenserwartung. Hier im Nachtcafé waren auch schon Gäste, 20, 25 Jahre mit einer unheilbaren Krankheit, die wussten, sie gehen bald. Und die haben trotzdem zu einer Einstellung zum Leben gefunden, indem sie gesagt haben, ich messe den Wert meines Lebens nicht an der Länge, sondern an den Erfahrungen, die ich habe, an den vielen Spuren, die ich hier hinterlassen kann, an den intensiven Momenten, die ich hatte. Und warum ist es die Länge allein, die diesen Wert ausmacht? Das ist der Fall, dass dem Fuchs die Trauben zu hoch hängen. Dann muss er sich damit abfinden. Ich denke, unter Zwang solche Ideen zu entwickeln, weil man nicht anders kann, das ist für mich sehr verdächtig. Aber ich möchte aber noch sagen, zur Machbarkeit der Sache habe ich kürzlich ein Buch geschrieben. Und ich möchte das jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit darlegen. Das ist auch nicht die Sendung dafür, das stimmt. Ja, genau. Aber sagen Sie, könnte es nicht auch so sein, dass man dann irgendwie das bessere Leben in die Zeit nach 200 dann transportiert? Dass ich sage, na ja, jetzt ist mein Leben so mittelmäßig, muss ich auch nichts dran machen. Ich werde ja in 200 Jahren dann wieder aufgeweckt und dann wird alles besser. Dann kriege ich die Spritzen, dann sehe ich wieder toll aus und so. Also ich meine, wäre da nicht auch irgendwie so eine Gefahr? Sie haben das ja wahrscheinlich schon längere Jahre durchdacht. Also, dass Menschen dann so ihr Leben parken und sagen, ach, boah, ist mittelmäßig. Und dann gucken wir mal, wie es toll wird, dann lasse ich es krachen.
Also das fände ich jetzt als Psychologe auch nicht so toll, wenn die Leute da irgendwie so ein mittelmäßiges Leben leben würden und dann irgendwie schlecht gelaunt sterben und dann doch nicht aufgewacht werden. Also ja, ich hab auch noch eine Frage zum Hier und Jetzt. Es ist ja so, wir haben über die 200 Jahre jetzt viel geredet. Was würden Sie sagen, weil das war eigentlich bei Ihnen ja immer Thema. Was macht das Leben jetzt aus? Was ist mir jetzt wichtig? Was ist Ihnen heute wichtig in den nächsten Jahren? Zu leben. Da habe ich alle Möglichkeiten. Wenn das Leben zu Ende ist, habe ich keine mehr. Ich würde sagen, wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass diese Perspektive vielleicht gelingt, bei allem Zweifel, der immer wieder formuliert wird. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Liebe zum Leben und ganz viel Leben jetzt auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Diese Liebe zum Leben ist ja bei Ihnen spürbar und das macht ja auch Ihren Antrieb aus. Herr Förster, jetzt mal zum Ende, nicht als Experte. Wir reden hier über den Mut, anders zu leben. Arbeitet in Ihnen auch vielleicht noch irgendeine Vorstellung, einen anderen Lebensabschnitt zu beginnen, was ganz anderes, Verrücktes zu machen vielleicht? Oder würden Sie sagen, ach, mein Leben, so wie es jetzt ist, kann so weitergehen in einer linearen Entwicklung, weil es so schön und ausgefüllt ist? Ich finde diese Dynamik des Lebens total faszinierend. Ich war ja im ersten Beruf Opernsänger, im zweiten war ich Professor in Amsterdam mit einem großen Institut. Und jetzt habe ich als Therapeut in meiner Praxis zu tun, bin Lehrtherapeut und wer weiß, was da noch kommt. Also ich freue mich auf diese Überraschung, weil das alles war nicht geplant. Da habe ich irgendwie keinen Plan entworfen, mit 20 so und so zu sein. Und ich bin auch der Meinung, da hatten Sie eben so einen schönen Satz, dass wir sehr anpassen. Sind. Also ich glaube, wir könnten uns mehr trauen, Dinge zu machen, die Sie zum Beispiel sich nicht vorstellen können. Im Wald mit Wildschweinen haben Sie es gut ausgehalten. Also ich freue mich auf den nächsten Wald mit den nächsten Wildschweinen. Und das könnte ja vielleicht spannender und schöner sein, als ich es mir vorstelle. Der Mut, anders zu leben. Vielen Dank an all unsere Gäste heute. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Familie von Liebe und Last. Und hören Sie gerne auch mal rein in unser Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Nochmal danke. Dankeschön.